ich habe den Lys heute hier. Grüß dich. Hallo. Hallo. Du hast Castodes mitgebracht, ne? Ja. Und wir wollen uns heute mal wieder richtig ins Gesicht schlagen. Wahrscheinlich du mir mehr als ich dir, aber schauen wir mal. Ja, mal gucken. Fang einfach mal an, was du dabei hast. Ja, ich habe heute mehr oder weniger ein rein Custodes-Bild dabei, 2000 Punkte, Punkt genau. Ja. Ich habe heute eine Gastspielerin, das ist Greyfax, das ist meine sogenannte Zielabwehr. Darf zweimal die 9, kriegt plus 1 auf die 9, das ist ja. Schon mal okay. Ja. Und hat neben Smite, den sie wirken könnte, noch Mental Interrogation. Mhm. Ich kann eine gegnerische Einheit in 12 sagen, hier minus 1 zu Hit für dich. Und wenn ich mit 3d6 über dein Moral, beziehungsweise gleich oder über dein Moral würfel, kriege ich Command Point. Und Command Points können Custodes immer gebrauchen. Ja. Sie ist Gastspielerin. Ja. Dann habe ich einen meiner HQs, das ist der sogenannte Shield Captain of Dawn Eagle Jackbike. Der hat sein treues Reliktpferd bekommen, sprich Dreier Retter und Reroll to Charge. Mhm. Dann hat er What You See is What You Get, also Lanze ist klar, Miss Cordia hat er noch bekommen und die Hurricane Stormbolter oder Hurricane Bolters. Er selbst ist Superior Creation, sprich hat einen 5er Fino Pain. Mhm. Und ich habe ihm noch einmal den zusätzlichen Water Trait gegeben für Unstoppable Destroyer, einer meiner Lieblinge. Ich kann D3 plus 3 peilen in. Und nach der Attacke, wenn ich nicht gebased bin, D3 plus 3 neu Consolidate machen, aber in eine beliebige Richtung. Also theoretisch kann er in den Nahkampf laufen, prügeln und sich wieder da rausziehen in eine beliebige Richtung. Strong. Ja, spiele ich unheimlich gerne, ist ein taktisches Element. Und gut, wenn du nicht im Base-Kontakt bist, ne? Genau, wenn ich gebased bin, dann kann man ja nicht theoretisch nicht richtig. Deswegen genau. Ein bisschen mit Auge muss man ihn spielen. Aber ein cooles Tool. Ergänzend dazu habe ich hier Trajan Valoris. Man kennt ihn, man liebt ihn, man hasst ihn. Er gibt mir Reroll to Hit für Once und Reroll to Wound für Once innerhalb von 6 Zoll für alles, was Custodes ist. Und mit seiner Sonderregel, den Moment Shackle, sage ich einmal pro Spiel, also One Use, an, dass eine von mir jetzt genutztes Stratagem umsonst ist. Mhm. Weiß ich nicht. Swooping Dive für 3 CP, ich schock runter und greife an für 3 CP oder. Mhm. Also, da haben wir wieder das Thema CP. Er probiert sie mehr zu sparen. Dann haben wir in Form dieses Battalions 3 Standardeinheiten. Ja. Einmal 5 Custodes, 3x Schild und 2x Speer. Einmal 5 Custodes, 3x Schild, 1x Speer. Und 3 nackte Custodes mit jeweils einem Speer. Ja. Das ist die krasse Standardsektion, in der Hoffnung, dass sie zumindest mit den 3 Rädern relativ stabil hält. Dann haben wir einmal 5 Alarus Custodes mit Axt, so wie sie sind. Nichts Besonderes. Dann habe ich hier einen kleinen Vexilla Prätor quasi. Der hat, weil sie jetzt umsonst sind, die Standarte bekommen mit plus 1 Attacke für Custodes in 6 Zoll. Hat auch ein Sturmschild bekommen, mit ein bisschen aushält. Und last but not least, meine Sturmsektion in Form von 5 Bikern mit Hurricane Boltern. 2000 Punkte on top, 11 CP, aber pregame nutze ich für ihr noch, ich meine Champion of the Blood Games heißt das, ein Hit, ein Wound oder ein Safe Roll each Turn, damit er zusätzlich nochmal die Chance hat, pro Turn zweimal irgendwie sein Dreier-Redder zu wiederholen. Strong. Also richtig. 9 CP, wenn mich nicht alles täuscht. Ich denke mal, deine Dreierräder wirst du mehrfach brauchen gegen meine Liste. Ja, komm, die Dreierräder halten auch gegen deine Liste, weil dann sieht schon ganz anders aus. Genau so, komm mal zu mir. Ja, ich habe tatsächlich 3 Detachments dabei, Slanesh. Ich habe die heute zum zweiten Mal auf dem Tisch. Also verzeiht mir, falls ich Anfängerfehler mache, aber ich glaube, die ist hoffentlich recht einfach, die Liste. Und Brett hart, ne? Glaubst du? Also von Stats her ein ziemlich hartes Countermatch. Ja, nachdem du alles runtergeradet hast, habe ich gedacht, ja, das passt so wie die Faust im Auge, um Custodes und alles zu schlachten. Drei Flat. Es wird zumindest eine spielerische Herausforderung, bin ich sehr gespannt. Mal gucken, was ich da so machen kann. Mal gucken, wie ich reinscheiße, besser gesagt. Ja, genau. So, ich habe fangen mit Lord of War an, das ist Zakaniel, ist jetzt auf 450 Punkte runter. Wir haben eben mal kurz durchgegangen, die hat einen Haufen Attacken, minus 3, 3 Flat Damage. Wenn man in der Nahkampfphase die 4 plus 2 Wound würfelt, dann gibt es 3 Mortal Wounds Flat. Voll schön. Voll schön, 3 Flat Mortal Wounds nehme ich mit. Dann habe ich in meinem ersten Patrol Detachment 2 Keeper of Secrets. Einmal Shalaxi Hellbane, WYSIWYG mit dem Shield dabei für den 4 No Pain. Ist quasi ein Named Keeper of Secrets. Das Einzige, was er dazu bekommt, ist, dass er quasi den 6 Zoll
Pile-In und Consolidate und Heroic Intervention hat, wenn ein Charakter in der Nähe ist, ein gegnerischer, ultra strong. Dann habe ich den Exalted Keeper of Secrets. Ich nehme heute mal den 4er Invul mit. Gestern noch lange überlegt, ob ich lieber würfel, weil bei Slaanesh relativ viele der möglichen Eigenschaften gut sind, bis auf eine. Aber ich glaube, der 4er Invul ist doch recht stark, weil so habe ich, er hat Build-In, 4er Invul, er hat einen 4er Invul, er hat einen 5er und ich kann halt mit meinen 2 CP eine meiner Truppen noch auf einen 4er Invul klatschen und waste das nicht für meinen Keeper of Secrets. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Der hat auch die Waffe, wo er sich mit heilt, das heißt, wenn ich ein Modell, ach ja, das kann er übrigens auch, er heilt sich, glaube ich, um 3 Flat oder D6 und er heilt sich um D3 Wunden, wenn er ein Modell tötet im Nahkampf. Slaanesh hat immer, wir kämpfen zuerst. Und das ist ein bisschen, genau, Standardsektion, 30 Dämonetten, normales Banner und Horn dabei. Ich habe ihm nicht den extra Banner für 1 CP mitbekommen, weil ich so schon auf 5 runter bin. Dann habe ich einmal im zweiten 10 Dämonetten, da habe ich hier den guten Zelesk mit, Zelesk heißt er, glaube ich, der Demon Prince gemischt mit einem Herald im Endeffekt. Auch ultra strong, hat mega viele Attacken, ist gut gegen Light Infantry und bufft nochmal die anderen Demons mit plus 1 Stärke und lässt schön rerollen wie ein Demon Prince, wie man es kennt. Bisschen langsam, aber ich hoffe, er kommt an. Dann habe ich das Epidom dabei als zweiter Akku, leider noch nicht ganz fertig bemalt. Hat das Relikt, dass ich dich in Leadership auswürfel in deiner Phase und einen Charakter negieren kann. Ja, ist halt so eine Psychic Hood im Endeffekt, minus 1 zu Cast, plus 1 zu Cast kriegt er selber, kann dich im Nahkampf halten, auch wenn du Fly hast. Recht easy. Und dann habe ich einmal 4 Fans dabei, einmal 3 Fans, weil die Punkte nicht mehr gereicht haben. Der mit der fertigen fast fertigen Base sind jeweils die Blissbringer und die Captains da drin. Und das ist meine Liste. Die können auch im Nahkampf halten. Leider nichts, was Fly ist. Das heißt, deine Bikes dürften, glaube ich, rausfliegen. Dafür habe ich sie dabei. Und die haben natürlich alle die Fähigkeit mit dem 5er Feel No Pain und dann im Nahkampf kämpfen. Hat sie besonders dabei, weil sie plus 1 zu Cast kriegt. Ich muss eine 8, um das zu casten. Dann kann ich in der Psy-Phase nochmal kämpfen. Ganz entspannt, auch mit der Dicken. Und was habe ich noch? Genau, und sie hat noch einmal den Leadership-Debuff dabei, um das Relikt ein bisschen attraktiver zu machen. 1998 Punkte on the spot. Und ich glaube, es ist nicht bewusst eine Antiliste geschrieben, aber ich glaube, die Liste ist mehr als gut von den Stats her gegen Christodes. Ja. Zumindest je nachdem, wer zuerst zuhaut und dann. Naja, zusammenfassend gesagt hast du ja, du bist mobiler. Ja. Also gutes Stück. Richtig. Allein durch dein Movement. Ja. Du bist schneller, weil du Advanced on chargen kannst. Richtig. Und du hast halt, also ich sag mal, 4 absolute Hardhitter mit den vermeintlich weltbesten Profil, um Custodes zu schlagen. Zumindest 3 Damage Flat, da freut sich alles, was nur 3 Leben hat, so gar nicht drüber. Die Thermis haben 4, glaube ich. Die Thermis und Bikes haben 4, ja. Da geht das noch, da musst du ein bisschen mehr reinhauen. Aber summa summarum kannst du es ja auch schaffen. Ja. Ansonsten bei den anderen, die ja eigentlich mit 3er Rädern relativ stabil sind, ja. Sobald einer fehlt, ist es halt tot. Ja. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall, ich glaube, für mich eine spielische Herausforderung. Ja. Aber das ist schon eine Liste, die du so mit auf dem Turnier nimmst. Das ist mehr oder weniger meine Turnierliste. Okay. Also Greyfang ist jetzt neu drin. Ich habe nur ein bisschen umgenommen, weil es ja ein paar Punkte-Änderungen gab. Unter anderem auch das Banner ist auch günstiger geworden. Dann konnte ich hier und da ein bisschen was machen. Mhm. Aber eigentlich habe ich diese Liste auch schon fast so mit minimalen Änderungen auf Turnieren gespielt. Ja, super. Deswegen, also mal gucken. Und die Erfahrung habe ich zumindest. Du hattest überlegt, dass du eine Collectus mitnimmst. Da haben dir 5 Punkte gefehlt, ne? Genau, also ich hätte wieder hier und da was rausnehmen müssen. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt auf die Sturmschilde verzichten. Nee, zumindest in den Defensiv-Blobs. Hab mir dann nochmal verglichen. Ja, okay, plus 2 auf Cars ist natürlich nicht schlecht. Aber sie selbst ermöglicht mir halt erstmal zweimal zu denyen. Das ist schon mal gut. Ja. Ich kann selber nochmal denyen mit einem Stratagem quasi. Mhm. Sie kriegt plus 1 auf den Deny-Wurf. Und halt dann noch eine ganz coole Psy-Fähigkeit, wie schon genannt, mit dem theoretischen CP-Regen. Ja. Und Custodes brauchen halt. Ja. Die brauchen definitiv. Halt wirklich. Sie sind so oder so besser geworden mit der neuen Edition, weil sie halt CPs kriegen. Ne, die waren schon immer stark, aber haben halt an den Mangel an CPs dann irgendwann gerade gegen Ende hin geleckt. Und das kleinere Spielfeld spielt ja auch in die Karten als Custodes definitiv. Ne? Genau. Im Endeffekt. Genau. Du bist eigentlich überall in Charge, bist also Schussreichweite, auch wenn ich jetzt nicht so viel Beschuss habe. Ja. Genau, sie ist eigentlich so, sie ist wie gesagt der Gast schlechthin, ja. Das erste Mal dabei, mal gucken, wie sie sich macht. Das wäre vielleicht ein oder maximal 2 Custodes mehr, wenn ich es noch ein bisschen chinchen würde. Ja. Deswegen mal gucken, ob sie entsprechend performt. Erfahrungsgemäß in meinen Spielen hatte ich halt wirklich wenig Psy-Abwehr, beziehungsweise keine. Ja.
Das ist hart, halt ein bisschen lästig. Ne? Die haben zwar grundlegend 6er Pheno Pain gegen Mortal Wounds, also in der Psychic Phase aber nur. Ja. Wie oft ich da schon geworfen habe, weiß ich gar nicht. Was wir nicht gesagt haben, du spielst die... die Shadowkeepers, genau. Genau. Die spiele ich eigentlich wegen dem Stratagem, dass ich eine Einheit, wenn sie attackiert wird, sagen kann, alle Attacken, die ankommen, also entweder in der Schussphase oder zum Beispiel in der Nahkampfphase, kriegen minus 1 Stärke. Das macht hier und da mal den Unterschied zwischen, ich muss 2 Punkte für Transhuman ziehen oder nur 1 Punkt, um die Stärke zu reduzieren. Oder halt mal, wenn irgendwie ein Bolterfeuer auf die Bikes geht, mit Stärke 3 und Widerstand 6, verwunden die halt nur noch auf die 6. Ja. Sind kleine nette Gimmicks. Die Warlord Traits an sich sind auch ganz cool, die können Charakter stabiler machen, aber darauf bin ich jetzt nicht weiter eingegangen. Das ist halt so mein ursprünglicher Bild, genau. Plus minus ein paar Änderungen. Noch zu sagen, als Warlord Trait habe ich bei ihm hier den Plus Move, das heißt, ich komme auf 17 Zoll Move. Ja, Advanced Charge, genau. Voll schön. Guten Tag. Ja. Dann spielen wir heute, was haben wir gesagt? Die 11, ne? Genau, Retrieval Mission, ja, genau. Bergungsmissionen sind, glaube ich, auch Hold 1, Hold 2, Hold More. Ja. Du hättest die Option zu sagen, okay, ich minimalisiere meine Verluste. Also je weniger du verlierst, prozentual gesehen, desto mehr Punkte kriegst du. Ich glaube, das werden uns beide sparen. Ja, ich glaube auch. Das ist nicht so eine coole Idee. Also ich könnte jetzt darauf gambeln, dass ich meine Retter wie ein König werfe, aber bei 50 bzw. 66% Chance ist das so, nee. Deswegen werde ich das auf jeden Fall nicht nehmen. Ja, und ansonsten bauen wir gleich auf und suchen Secondaries aus. Richtig. Wir haben ja beide noch keine Codex-spezifischen leider. Ne? Ich bin gespannt, was wir für Codices bekommen. Aber ich denke mal, so ein Engage at All Fronts wird bei uns beiden dabei sein. While We Stand wirst du vielleicht nehmen, vielleicht auch nicht. Assassinate werde ich auf jeden Fall nehmen. Ja, wäre dumm, wenn nicht. Ich habe tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und sie wollen, ich glaube nicht, dass sie nicht in Nahkampf wollen. Nee, das heißt, also ich muss sie so oder so töten, um das Spiel irgendwie in meine Richtung drehen zu können. Ja. Das heißt, dann nehme ich die 3 Punkte je auch mit. Die müssen einfach sterben, weil also, wenn ich die ignoriere, dann bin ich halt tot. Ich sag mal, für 2000 Punkte Dämonen habe ich echt wenig Modelle auf dem Feld. Auf jeden Fall. Anders aber für 2000 Punkte Custodes habe ich auch sehr wenig Modelle gefühlt. Gut, dann bauen wir mal auf, würfeln und machen gleich weiter. Wir wollen heute 2 Spiele machen, also geben wir mal Gas. Jawohl. Jo. Ja, cool, bin mal gespannt, was es gibt hier. Massaker. So, ja, wir haben aufgestellt, ne? Du hast da hinten dein... Das ist mein Captain of Bike mit einem Fünfer-Trupp. Ja, damit... Das Missionsziel bzw. linke Flanke zu probieren oder zumindest zu bedrohen. Hast mich jetzt forciert, da ein bisschen was hinzuschieben. Genau, die Dämonetten stehen in der Mitte mit Zulesk und der Sarkaniel. Da hinten, die stehen so ein bisschen passiver. Falls du einen ersten Zug hast, möchte ich dir hier keine Charge-Möglichkeit geben. Und die haben genug Movement, um auch aufs Objective zu kommen mit 14 Zoll. Ja, meine beiden stehen hier vorne. Ich will natürlich rein. Jetzt kommen wir zu den Secondaries. Da hatten wir eben ganz schöne Probleme, ne? Genau, mindestens Großteil. Ja. Also wir haben uns dazu entschieden, beide Assassinate zu nehmen. Ich habe 4 Charaktere, du hast auf jeden Fall 5. Ja. Davon waren 3, wenn nicht sogar 4, mindestens harte im Nahkampf. Eigentlich alle, ja. Das heißt, die muss ich töten, ist halt keine Frage. So oder so, sonst... Wir haben uns auf Engage geeinigt, weil diese Spielfeldaufstellung uns eigentlich ganz gut passt. Ja. Ich tendiere eher zu 2, bei dir werden es wahrscheinlich immer durchgehend 3, mal gucken. Naja. Und ich habe probiert, oder beziehungsweise überlegt, was mache ich mit meinem dritten. Habe mich dann für die passive Variante geschrieben, sprich ich will Banner raisen. Ja. Ich habe jetzt 3 Missionsziele, die unmittelbar in meiner Reichweite sind. Und ich habe halt nicht genug Dämonetten, um Obsec zu haben, ne? Genau, deswegen bin ich bei Banners, Assassinate und Engage. Ja. Und du hattest ja die Qual der Wahl. Ich weiß gar nicht, also mir fällt jetzt auch grob nicht ein, was noch viel cooler gewesen wäre. Vielleicht noch irgendwie in der Mitte ein Psychic Ritual und so weiter fort. Aber mit ihr in der Nähe ist es halt auch doof. Ja. Deswegen bist du jetzt zu Grind Them Down gegangen. Sprich, du willst pro Runde mehr töten als ich. Gegen Custodes. Gegen Custodes, ja, wie gesagt, also ich glaube, das ist wirklich ein Pest- oder Cholera-Trail gewesen, wie du auch manchmal. Ich habe jetzt eben noch eruiert, ne? Ich hätte tatsächlich einfach die 3 Fenster hinten rausschmeißen, nochmal 10 Dämonetten rein und dann habe ich Scramblers, weil der erste Dämonettentrupp, der kommt eh nicht in den Nahkampf im ersten Zug, ja? Wenn ich dran bin. Als erster. So, das heißt, die rennen eh in die Mitte, machen nichts. Das heißt, die könnten No Man's Land Scrambler setzen, die 10 Dämonetten setzen im ersten Zug hinten den Scrambler und dann hätte ich für 1 CP nochmal 10 Dämonetten, die in irgendeinem Zug hinten reinkommen und bei dir scramblern. Genau. Höchst wenn der Gegner das zulässt, ja. Ja, gegen Custodes auf jeden Fall. Ja, das most likely. Ja. Deswegen jetzt. Das sind auf jeden Fall relativ safe Tendenzen. Das heißt, ich habe jetzt, bevor wir angefangen haben, schon mal die erste Sache, die ich in meiner nächsten Liste, glaube ich, ein bisschen adaptieren würde, einfach um, weil das dritte Secondary war echt gerade die Qual der Wahl bei mir. Und Face It, was habe ich jetzt genommen? Grind Them Down gegen Custodes ist schon, ich meine, die Liste hat Potenzial dazu,
weil ich auch sehr wenig Einheiten habe, aber es ist schon ballsy, das gegen Kristodes zu spielen. Das ist schon wirklich greedy. Aber was Besseres ist mir nicht eingefallen. Ja, Schon. wollen wir den Wurf der Würfel machen? Ja, Ich also wir will sind beide einig, dass wir nicht anfangen will wollen. nicht anfangen. Oh, die Das zwei! ist schon gut. No. Nein! Jawohl! Da muss ich wohl anfangen. Ja, Ja. Das ärgert mich, aber wobei du gut. wirst mir jetzt wahrscheinlich 30 Dämonetten töten. Ja, mal schauen, wie offensiv wir gehen werden. Ich ziehe erstmal drei Banner, damit die erstmal sicher sind. Und dann schauen wir mal, was gleich kommt. Was für ein Schauen Mist. Wobei eigentlich wär für mich Anfang gar nicht so bad gewesen, weil ich wäre ja definitiv in den Nahkampf gekommen. wir mal. Ja, das habe ich aber provoziert mit der Aufstellung. Ja. Du wärst mindestens zwei Einer angreifen. Ich hätte geswoopt im Dive. Das heißt, du hättest dich mit einer, also vermutlich wäre nur einer rangekommen, Ja. mit Tanglefoot Grenades und so weiter und so Ja. fort. Hätte sich der eine Typ mit drei anderen Einheiten kloppen müssen, die volle Rewards haben. Ja. Hätte sie auch einmal mal gehen können. Das wäre für Das mich also durchaus vertragbar gewesen. stimmt, ja gut. Und du hättest vielleicht einen Trupp Standards oder Ja, einen also Trupp im Thermis. Grunde war das provoziert. Die habe ich so gestellt, dass du mindestens zwei Einheiten angreifen Ja, musst. aber muss ich ja, ich muss ja Ja, Mr. natürlich Alessio musst du rein. spielen. Das ist Aber ja. Potenzial hatten sie, Ja. um den einfach mal wegzunuten. Ja, gut. Deswegen, jetzt muss ich ein bisschen ändern, aber gut, dann, ich kann trotzdem relativ passiv spielen. Ich ziehe meine drei Banner und dann mal gucken. Ich kriege Ja. mein CP, bin wieder bei 10, brauche ich, und dann Ja. geht's Ich habe los. fünf. Das ist entspannt. Und bis gleich. Genau, du hast auf deine Aura verzichtet, ne? Und dafür raised ein Richtig. Banner. Das heißt, du hast drei Banner geraced. Genau, hier hat sie die Gastspielerin gemacht. Hier war es nur das Banner, weil momentan bräuchte das nicht. Ja. Und dort hinten war es der Trupp, weil es momentan nicht. Ja. Den Captain habe ich dahinter gelassen als Countercharge Ja, und um irgendwas zu provozieren. macht Sinn. Hier bin ich mit allem gerade so vorgerückt, dass alles letztendlich im 24 Zoll auf einen dieser Keeper ist. Und ich schieße. Auf den Keeper. Auf welchen denn von beiden? Er hat jetzt vier Räder, ne? Ja. Ja, und er nicht. Ja, den müsste ich, da würdest du mit 2 CP ziehen. Dann schieße ich auf ihn. Okay. Dann zieh ich 2 CP. Mit was hast du AP? minus 1 mit den alles, was Ja, und. zwei Schaden macht, warum? Ja, okay, ich muss ein 4. Also ich ziehe 2 CP, Und dann habe ich noch die. 3. Ja. Solide. Grundsolide. Dann schießen 5 Thermis, Long Range, würde ich dafür ein CP ausgeben für Doppelschüsse. Das wird schon 7, ne? Ja. Jeden Schaden, ich setze hier. Fünfer, du hast auch kein Fino Pain drauf? Sechser. 6er Fino Ja. Pain inbuilt. Wir machen erstmal andere Sachen. Erstmal die Bikes schießen volle Möhre da rein. Ja. Das sind auf lange Die Reichweite, genau, Bikes 5x in 6 den Schuss. Chalaxy Hellbane. Hier nochmal 10. Ich Damit. verwunde gleich durch. Genau, Auf damit. die 2 oder irgendwelche Head Modifier? Ich habe mit Chalaxy Hellbane, glaube ich, keinen Hit Modifier. Spielt noch keine Rolle, ne? In Ja, der Trap 3 steht Gebiet. in der Reichweite. Aber so ist es, wäre schon mal ziemlich Warte, gut. warte. Ne, Melee hat er minus 1 zu Hit. Alles klar? Oder? Dadadada. Alles klar, Dann mach. das erste Wette 10 Hits. Ich verwunde gleich durch. Ich Ja. ziehe 5. Einzelne darf ich wiederholen wegen 3er. Ja. Dann haben wir schon mal 3 Wunden aus 10. 3 auf 10. Ja. Ja. Achso, genau. Ich mache ja 30 Schuss auf Ja. lange Reichweite. Sonst wären es 60. Schön! Und 2 Wund. Aha. Einer. Und Einer noch dazu? einer nur, Ja. ja. Und der letzte Volley. Ui. Das sind ein paar mehr. Das sind mehr, ja. Dann sind wir wieder bei ungefähr Schnitt. Wie viele sind So, das? 5 Fünf haben wir nochmal. so. Minus nichts, ein Schaden. Dann minus 1 hast du gesagt, ne? Minus nichts, diese sind minus nichts. Ich glaube, der hat auch keine Rüstung. Der ist nackig. Ne, der hat eine 6er Rüstung. Aber da jetzt ein 4er Renner Vierer Ritter hat dazugekommen. er bekommen, genau. Oh, okay. Davon mache ich, das heißt, das sind 5 Schaden. Ja, genau, ein Schaden gemacht. Feel no pain. Ja. Ne. Oh, 5 Schaden. Kann ich nicht, ja, das sind 5 Schaden. Schade. Dann schießt der Großmeister seinen Safe, treiben wir los, ein Schuss auf das gleiche Ja. Ziel, 2 plus. Die haben auch nur Stärke 4 bei minus 1, 2 Schaden, das sind diese Custodes-Bolter. Ja, minus 1, Ups, 2 sorry. Schaden. Ja, geht durch. Wie würde ich, was kommt da noch alles? Es kommt noch eine ganze Einheit Terminatoren plus eine Einheit, und die Terminatoren werden wahrscheinlich doppelt schießen. Ja. Und noch eine Einheit mit zwei Speeren. Machen die auch immer 2 Damage? Die Speere machen immer zwei Damage, ja. Dann kann ich ja gleich noch einen rerollen, ne? Dann geht er auf 7 hoch. Ja, alles klar. Genau. Hatte ich da jetzt einen Feel No Pain schon gewürfelt? Nee, Hattest ne? du noch kein Fehler werfen, ne? Zwei Schaden. Ja, Oh, genau, einer, einen siehst richtig. du. Bin ich wieder einen weg. Habe ich noch einen Dude hier, der ist gerade so in Reichweite. Ja. Er trifft. Ja. Der verwundet nicht. Mhm. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier stehen nur zwei Speere. Die Schwerter haben nur 12 Zoll Reichweite, weil sie Pistolen sind. Ja. Das heißt, zwei Speere aus dem hier verwinkelt stehenden Custodes Ja. Guardian-Trupp.
Auch in den Typen. Einsen wiederholen für Dreier. Corinus. Oh, jetzt. Keine. Ja, einmal Einsen wiederholen. Nein. Nein. So, und jetzt würde ich mal gucken, ich muss gleich mal gucken, wie viel CP das kostet. Mhm. Aber ich glaube, jede Wunde ist es mir wert. Mhm. Die schießen doppelt. Mhm. Zumindest ihre Schnellfeuerwaffen, das heißt 10 Schuss. Ja. Thermis in den Herrn. Ja. Die dürfen. Oh. Einsen kann ich. Okay, das ist besser. Auf die 5. So. Dann sind es nur 2. Minus 1, 2 Schaden. Kann ich eine? Jo. Zweimal Finger Pain? Jo. Kann ich keinen? Ich habe noch nicht rerollt, ne? Noch nicht rerollt, ne? Ja. Aber das war's auch. Achso, ich dachte, die Bikes schießen noch. Die Bikes haben wir schon geschossen. Achso, die haben schon. Die haben uns alle. Ach, schade, das hätte ich mir rerollen können. Das war dann schon. Wenn du willst, dann gönn dir den CP. Nee, ich habe so schon keine mehr. So, das heißt, ich komme jetzt, ne? Ich bin durch, ja. Ich habe jetzt ein bisschen geschossen. Das ist, er hat jetzt noch 8 oder 8 bekommen? Er hat 8 bekommen. Das heißt, er hat noch wie viel? Ich glaube, er hat noch 8. Er hat nämlich okay, noch 16. Okay, noch was ist genau? Ich glaube, es ist easy, warte. Nicht, dass ich hier scheiße hätte. Ja, 16 Wunden. Das habe ich nämlich auch schon mal falsch gemacht. Genau, ich schaue nochmal, wie viel CP das kostet. Ich meine eine, aber ich will jetzt hier nichts falsch spielen. Das heißt, ich raise 3 Banner. Ich ziehe mit ein paar Pop-Shots schon die ersten Wunden. Ja. Und jetzt gucke ich mal, was bei mir gleich einschlagen wird. Die Bombe, die Slanesh-Bombe mit ganz vielen Schwanzattacken. So. Ja, was hier natürlich jetzt doof ist, Movement ist durch. Ich bin hier relativ gut advanced, ne? Außer mit ihm, wo ich den großen Wurf gebraucht hätte. Da hat jetzt ein 10er-Charge, haben wir gesagt, ne? Ja. Das heißt, die steht jetzt leider eine Runde wie Horst im Wald. Ihn konnte ich leider nicht zumachen, weil ich ihn vorher gebabbelt habe. Das heißt, er wäre auch zum Abschuss bereit, wenn du mit rein willst, also mit deinem Schildklappen rüberfliegen willst, um ihn zu klatschen. Könntest du das tun? Ich stehe hier auf dem Objective, dort auf dem Objective mit 2 Einheiten. Die musste ich leider auch advancen, halte aber auch noch das Objective mit den Fiends. Ja, der ist nach vorne gerannt. Der hatte ja schon Wunden bekommen, ne? Ja. Wie viel hat er? 8, ne? 8 hat er. Genau, die Hälfte hat er bekommen. Ja, das ist eigentlich relativ straightforward. 17-2 Movement, er ist 6 Advanced, richtig stark. Und ja. Ja, jetzt mache ich tatsächlich erstmal mit dem Epidom meine 2 Psi-Fähigkeiten auf deinen Captain, der die Einsen rerollen lässt. 3 an, ja. Mache ich minus 1 Leadership bitte. Mhm. Mache ich mit der 10, beziehungsweise okay. Mit der 11. Willst du das bannen? Nö. Okay. Das ist bei Leadership 9. Das ist aber noch bei soliden Leadership 9, genau. Und dann mache ich die Closest Unit leider von ihm. Wären wahrscheinlich deine Thermis hier vorne, ne? Ja, muss man gucken, theoretisch. Nö, dann smite ich mit ihr einfach, ja. Weil die hat plus 1. Für 9. Was kommt da noch so? Naja, es kommt noch die Lightful Agony, das ist mein 5er 4 No Pain. Ja? Dafür brauche ich nur eine 5. Ja? Dann kommen noch 2 weitere Smites. Mhm. Und ein minus 1 zu Hit wird, er hat das glaube ich, muss ich gleich gucken, auf deine Thermis kommen. Er hat es glaube ich, dass du minus 1 zu Hit bist. Ich würde einmal einen ihrer Versuche benutzen, ja? Um den Smite zu. Brauchst du 10? Nee, Mama, ist okay. Für 2. Das nächste wäre, hatten wir gesagt, ist der Guard, genau. Kriegt der Speer hier hin? Achso, warte, ich habe noch 6er Fino Pain, weil es ist eine Mortal Wound in der Psi-Phase. Ja. Okay. Ja, als ob ich es gewusst hätte. Ja. Dann castet er hier Delightful Agonies auf sich selber. Eine 6 brauche ich. Ich mache eine 7. Willst du es bannen? Das probiere ich mal zu bannen mit ihr. 6er Fino Pain, ja. Plus 1. Ist eine 9, jo, ist gebannt. Ja, macht er, schade, der wird mir gleich fehlen. Dann smitet er nochmal. Ja. Für eine 6. Schafft er. Moment. Was kommt noch? Ich darf ja zweimal bannen mit ihr. Achso, minus 1 zu Hit, caste ich mit ihm noch. Ja, aber ihn muss ich erstmal durchmachen. Und nochmal smiten, genau. Also das ihn jetzt, muss erstmal durchmachen? Ja, das war jetzt, also ihn muss ich jetzt durchmachen, genau. Das also war, er hat angefangen mit Smite. Genau, das war jetzt okay. Ein Smite. Ne, Delightful Pain, Agnes hat er gemacht, hast du mir gebannt. Genau. Und jetzt war das der Smite für 2 Mortal Wounds. Das ist ja immer noch in die. Ja, nehme ich. Okay. So, ja. Dann würde der eine sterben. Ja, seit ich von 106. Ja. Einer weg. Gut. Dann macht er das minus 1 zu Hit auf die nächste sichtbare Einheit. Leider nicht die Bikes. Würde durchgehen. Wird das spannend? Ja, mit ihr? Ja. Du hast eine 7. Ja. Ich habe eine 8 wegen plus 1. Ja. Dann hab ich das gewonnen. Schade. Und dann kommt noch ein Smite. Und das war's dann.
Ja, für D3. Ja, dann will ich nochmal einen CP ausgeben. Ja. Auf die 4 plus kann ich ja. Ja, alles klar. Dann sind die durch. Die kann auch noch smiten. Macht sie auch. Ja. Ja, für 9. Ja. Für 2. Macht er. Kann die noch was? Das bringt mir nichts, was sie kann. Delightful Agonies habe ich da schon gemacht, Symphony of Pain. Er könnte noch smiten, sieht aber glaube ich nichts, ne? Das muss ja sichtbar sein. Ja, genau. Das ist ja obscuring. Ist hier noch irgendwas sichtbar? Nö, ne? Das ist obscuring, das heißt, ich kann nicht mehr smiten. Das war meine Psi-Phase. Ja, das war meine Schussphase. Nichts passiert. Und dann kommen Charges. Ja, zu Beginn der Charge Phase, ich würde es nicht riskieren, dass du hier noch eine 10 würfelst. Ich tangle-footer dich. Ja. Mit einer 6 baust du jetzt 16 Zoll, das ist also... Das heißt, ich brauche den Charge gar nicht ansagen? Nee, aber kannst du gerne ansagen, weil ich Abwehrfeuer geben könnte, aber... Ja, ich habe dir auf jeden Fall... ein CP gezogen. Wie weit ist denn die Reichweite von der Granate? Mit 12 Zoll. Ah, verdammt. Ja, dann steht sie da jetzt erstmal, ne? Und hält die Mitte. Genau, aber den 10er Zoll, den 10 Zoll, ich weiß ja jetzt nicht riskieren können. Ne? Nee, das ist zwar ein Gambling, aber wenn ich den kriege, ist halt doof. Ja. Deswegen lieber den 1 CP sicher. Ja, aber ich glaube, wenn die ankommt, die haut richtig rein. Ja, dann. Genau. Ich brauche die Punkte, deswegen passt das schon. Gut. Weitere? Ja. Ich charge erstmal mit ihm. Mhm. Wer kann alle abwerfen? Der Guardian. Ja, dann gehe ich in den Guardian Trop rein. Mit dann wirst du aber logischerweise auch in die Termis gehen müssen. Weil du 1 Zoll nicht weg sein kannst, weil ich die so gemixt habe. Hast du die so gemixt? Ja. Du Schlinge. Ein hier, ein da, ein hier, ein da. Wenn du da hingehst, ist okay für mich. Ja, dann muss ich wohl mit beiden da reingehen. Dann musst du mit beiden. Dann überlege ich, ob ich einfach Feuer gebe. Aber mit ihr, die ist noch voll, ne? Ja, ich gehe mit dem vollen rein. Ne? Ja, dann hauen wir rein. Ja, mache ich. Ja, machst beide. Ja, da die eh alle schlagen können, belasse ich das. Die andere Charge auch hinterher. Für 7 macht die das auch. Oder er, keine Ahnung, was das ist. Ja. Dann wartet. Ja, ich würde dann für 0 CP, weil ich seine Sonderregel nutze, den Stooping Dive ansagen. Was würde das normalerweise kosten? Normalerweise 3 CP kosten. Jetzt ist es umsonst. Es sei denn, ich negiere dir deine Fähigkeiten, ne? Und das machst du wie? Mit ihm. Achso, hättest du machen können. Kann ich. Wie denn? Na, ich muss über dein Leadership würfeln. In einer deiner Phasen. In einer Phase. Wie ist das Wording? Ich darf es leider nur in seiner Phase benutzen. Ja, dann mach. Würde ich touchen, die Bikes? Ja. Mit einer grundsoliden 9. Ja, dann stell mal rum. Den Bikes gebe ich dann Transhuman für 2 CP. Ja, weil ich habe 12 Stärke, ne? Haben wir gerade gesagt. So, die Frage ist jetzt noch... den interruptenden Tammies kriege ich für 1 CP Slayer of Tyrants. Ja. Damit kriege ich plus 1 zu Wound. Ja, dann bist du wieder bei plus 1, minus 1 zu Wound. Genau, also warum nicht auf die 3 mit 1 im Reroll. Ist okay. Ist machbar. Ist okay. So, ja, genau. Würde ich mal zuerst kämpfen, glaube ich. Du willst mit der Charge haben. Mit dem ja klar, der ist ja gleich tot. Du hast gesagt, das kostet jetzt wie viel für dich? Alles insgesamt? Also einmal das Transhuman kostet wie 2 CP. Und dann das plus die Wunden kostet mir auch 2 CP. Ja, also schmeckt, habe ich die CPs. So, runter auf 3. Ja, so, ich hab jetzt noch erstmal 5 Attacken mit meinem normalen Profil. Ja. Ich treffe auf die 2. Genau. Verwunde dich auf die 4 nur. Genau. Rerolle da die Einsen. Genau. So, das heißt, ich mache erstmal die 5. Das ist jetzt eher hier in die Bikes rein. Ja. Ja. Solide. Ja. Jetzt auf die 4. Macht er gar nichts. Wie es scheint. Krass. Ja, dann also kommen wir in die Snapping Claws. Ja. Rolle nicht die Einsen. Nicht die Wunde, oder? Und die Vieren. Ja, 2 Stück. Minus irgendwas, also das ist ja fast egal, aber ich probiere eine 4. Eine 4 schaffe ich. Ja, 3 flat. Dann hat überlebt er. Ja, dass ich natürlich. Das Beste, was mir gerade passiert ist. Dass ich natürlich so erbärmlich würfel mal wieder. Es ist in allen. Ich bin für 2 CP interrupten. Ich bin auf 1. Ja. Und meine Thermis prügeln jetzt alles, was sie haben. Ja. In die Lady hier. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Da hat er wieder erbärmlich gewürfelt bei mir. Durchaus, ja. Wobei, das hat ja auch noch ein bisschen was rausgenommen, ne? Das Transhuman, sag ich mal so. Nee, aber das war auch Gottlike gezündet. Ich habe 2 Einsen, 3 Zweien gewürfelt. Also ich habe 5 Typen, jeweils 4 Attacken, sind 20. Durch meinen Banner kriege ich eine zusätzliche. Ja. 25 Attacken. Warte mal, guck mal. Nee, ich habe... Ja, ist das wirklich so. 25 Kacken. Attacken mit den Äxten. Stärke 8, minus 2, D3 Schaden. Erstmal die ersten 10. Minus 1 der Hit. Minus 1 Hit auch? Ja. Okay, dann darf ich nur 1 wiederholen.
wegen den Typen. Ja. Ich verwunde gleich durch. Eigentlich auf die 2, wegen Florian Zubun, jetzt wieder auf die 3. Warum auf die 2, wie viel Stärke hast du? Ich habe Stärke 8. Ja. Du hast wieder schon 7. 7, genau. Dann auf die 3. Ja. Plus 1 Zubun ist 2. Ja. Ja. Und du machst minus 1 Zubun auf die 3, 1 wiederholen. Einsen wiederholen. Da sind die ganzen 3. 2, 4, 6 Wunden auf die ersten 10. Ja. Der war super gut. Einmal durch. Auf die 3. Dann sind das 9 Wunden, also 15. Das ist frech. Und jetzt noch 5, weil ich habe eine zusätzliche Attacke durch meinen Banner. Oh, da sind die Einsen. Zum Glück hast du 3 als Fähigkeit nicht ablesen können. Oh, nochmal 3. Dann haben wir, glaube ich, 18 mal. Ja, damit ist er tot wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. 18 minus 2. Ich mach 3 mal, ich mach 2 mal 9. 4er. Inbild. Inbild. Okay. Ja. Das sind wie viel? 6? Ja, ist ja schon tot, wa? Ne, ich hab die 3 Schaden. Ich kann noch. Ja, ich habe aber kein, ich hab kein 4 No Pain drauf, weil du mir den genommen hast. Ja, also. Du musst doch noch ein paar würfeln. Ja, also 3 gehen durch. Und jetzt nochmal. 6 gehen. 6 gehen durch. Da ist er gesaved, ja. Okay. Und hier sind nochmal 2. Richtig? Darf ich einen nochmal rerollen? Ja, bitte. Das ist ja wie viel Schaden machst du pro? D3. Das heißt, das sind durchgegangen. Es sind jetzt momentan 2, 4, 6, 8 durchgegangen. 8 mal D3 reicht wahrscheinlich, um ihn zu töten. Ich muss einen rerollen. Jo. Nee. Nein. Dann hast du 1 CP wieder mit 3. Ja. So. Was habe ich jetzt gesagt? 2, 4, 6, 8. Ich kann durchwürfeln, ne? Ja. Ist ja egal. Ja. Welches High-Würfel ist geil? 3, 6. 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ja, ist er tot. Wenn mir nicht verzählt, wir nochmal. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja. Ist er tot. Krass. Da fehlt mir der Fino Pain. Dann stirbt der andere jetzt auch und dann ist das, glaube ich, schon. Dann ist das Game. Also, ja, die Bikes. Ja. Die dürfen alle noch in einem Bubble sein. Ja. Aber außer, ich glaube, in der Plus. Magst du mal gucken, ob das 6 Zoll sind für die Plus einer Attacke? Hat er auch minus 1 Hit? Hat er auch minus 1 Hit, ja. Minus 1 Hit, minus 1 Hit. Also 2 sind raus. Ja. 1 sind da wiederholen, ja. Wegen 3er. Ja. Das sind aber erstmal 10, ne? Ja. Stärke 6, also auf die 5. Mhm. Mit Rewards, weil ich gecharged habe. Mhm. Also Full Rewards in dem Fall. Mhm. Schon mal 3 aus 10. Oh Gott, die sind ganz schön 4, 2. Die sind natürlich scheiße. Okay. 3 sind wir bei 8 und 5 darf ich noch. Mhm. Für das plötzliche Banner. 8, 10, 10 Wunden. Minus 3. D3. 4er Inwohl. Ach scheiße, hätte ich ziehen müssen, ne? Kannst du noch, dann musst du bei 1. Ja, muss ich. Da musst du, glaube ich, auch. Ja, kann ich, aber reicht trotzdem nicht, glaube ich. Mit 5 Stück? 2, 4, 5 Mal. Ich brauche 8. Ja. 2, 5, 6, 7, 8. Genau, wieder. Genau auf Point. Ah, Fino Pain. Ah, den hat er Inbild, ne? Der hat Inbild. Ja, das ist okay. Mach ich keinen. Okay, dann. Ich hätte ja auch noch die eine oder andere Guard gehabt, die zuschlagen, ja. Aber die wäre halt nicht so heftig. Ja, 2 Keep of Secrets verloren. Instant, Alter. Und ich habe einen Custodes verloren. Ja. Aber ich habe auch richtig Kacke gewonnen. Ja, klar, keine Frage. Aber hier war, ich glaube, einfach on Point gezündet. Ja. Hier war ein Point gezündet, das war wichtig, ja. Weil sonst hätte mir die Attacke gefehlt. Ja. Wobei, vielleicht hätte ich hier noch ein Custodes, das man ja, weiß. Ja. Aber so ungefähr, muss ich zugeben, habe ich mir das vorgestellt. Ja. Du schaust schreien, ich interrupte einmal und ich mache den Swooping Dive. Ja, ich wusste, dass es kommt, aber... Ne. Aber du konntest es auch nicht wissen, was sollst du machen? Ja, richtig. Du spielst, kriegst halt den Charge von mir und richtig. Ich habe das Potenzial, zumindest richtig. Den einen Charge auch zu töten. Ja, definitiv. So, du hast natürlich, das ist halt echt traurig, einmal mal hammerhart verwürfelt. Ja. Sonst hätte der einen, sagen wir mal, 2 Bikes mindestens gehen müssen. Ja, hier, der war ja auch on point gekillt, der andere. Ja, genau. Ne? Das ist traurig. Das ist halt, die 3 ist halt immer so eine Gambling-Sache, kann voll gut sein, kann auch voll ja. Schlecht sein. War jetzt gut. War jetzt sehr gut, ja. Ja. Keine Frage. Gut, alles klar. Ja, dann mache ich Assassinate wohl. Traurig und ich mache nicht mal Engaged All Front. Ach nee, stimmt, weil ich die da geprügelt habe und die ist ja in 6, ne? Ja, dann sterben die jetzt auch. Ja. Ja, das habe ich. Runde 1 kommen sehen. Runde 1 vorbei das Game, oder? Dann machen wir weiter. Probieren wir mal runter zu spielen. So, dann spiel das mal runter und ja, ich bin ein bisschen disappointed, dass beide Keep of Secrets. Also einen wollte ich, war klar, dass der geht, aber dass der andere mit dem 4er Invol auch geht. Genau, also den einen, den verletzten hätte ich das, dir, das war, das war das wobei das war auch da, hätte ich jetzt einen Fino Penga immer am Leben gewesen. Ja, klar.
Gut, ja, wobei ich ja dann auch, wer weiß, was die beiden Typen gemacht haben. Ja, aber ich kämpfe halt auch zuerst. Und keine Frage, das war schon sehr strong, sehr gut für mich. Ich kriege einen CP, ich score 10 Punkte, weil wir beide 3 halten. Ja. Und ich habe 3 Banner aufgemacht, die ich score. Ja. Und Assassinate habe ich 2 Charakter aus dem Latschen gehauen, deren 6 Punkte. Ich lach. Ja. Einfach schon Game nach Runde 1. Also, ja, mal gucken, was ich jetzt mit dem Rest machen kann. Ja, ja, auf zur Bewegungsphase. Ja. Das war echt richtig traurig. Ja, was willst du machen, ne? Also, ja, ist das so? Ich hätte jetzt einen reinschicken können und den anderen zurückhalten können. Ja. Aber dann. Ja gut, dass ich halt auch gar nichts treffe und gar nichts verwunde mit dem einen. Da hätte zumindest schon mal einen Bike gehen können, dann wäre der andere am Leben geblieben, so, weißt du? Ja. Das war echt richtig traurig. Was ja, gut. Ich denn hierhin so? Ja, das ist genau das, was ich gedacht hatte. Macht er jetzt. Eine 8 Minimum. Schussphase. Ja. Hier holst du ein paar Mal da rein. Ja. Das sind 3 Schwerter. Jo. Mhm. Ich würde jetzt gerne am Beginn deiner Phase deine Kadenz hier verringern und 3 an Valoris auswürfeln. Ich brauche eine 9. Ne, du bist auf 9. Nee, du bist. Wenn du gleich oder höher brauchst, dann eine 9. Ja. Ja, ich komme rüber, du kannst nichts mit ihm machen, auch keine Aura-Fähigkeiten und so weiter. Das heißt, kein Rerolls, kein extra Shit. Ja. Ich hätte eigentlich den Banner negieren müssen, ne? Da gibt doch plus. Für die Attacke, ja, plus Attacke. Aber ich kann es ja nur in deiner Phase machen. So viel. 6 Pistolen. Ja. Erstmal da rein. Ich würfel die anders aus. Hier ist noch so ein Captain. Ja. Auf die 3 dann. Jo. 5-mal und dann haben wir noch 2 Speere auf Schnellfeuer. Die dürfen auch. Die würfeln auf die 3. Dann hatten wir eben 4, ne? Ja. 7 Wunden. Minus ist ja egal, glaube ich. Und 2 Schaden ist ja auch egal. Auf wen bist du da? Auf die Dämonen von uns. Ja. Traurig. Ja, der Fino Pen hat mir auch gefehlt bei dem Dings. Auf jeden Fall. Ja, da gehen wir einfach 6 Stück. Ja? Was haben wir denn für? 5 war immer nur. Hast du 2 geschafft? Da gehen nur 5. Achso. Was sagt das doch? Rapid Fire weggenommen mit den Bikes. Genau, hier werden noch die Ketten. Jo. So, sind du diese 12 Schuss? Volle Rewards, weil jo. Ist ja noch Cause der Codex. Cause of Reasons. Ja. 3. 2, 12, minus 4 sind das 8. Minus kein Schaden. Also guter Schnitt, ne? Ja. Oh, minus nichts, ein Schaden. So. Mach ich. 4. Ne, 3. Ist doch schön, ja. Ich sehe auch. Deine Würfel. alles klar, dann die Bikes. Ja, gleich. Guck nochmal. Einer sind kurz, der nicht. Und dann nochmal 4 Schuss von hinten mit den minus 1, 2 Schadenprofile. Ja. Keine Rewards, hast du gesagt. Mhm. Aber nicht. Auf die 4, wieder schon 4. Dann ist das 3x minus 1, 2 Schaden flat. Ja, geht einer. 2 Pistolen, 2 Pistolen, 2 Pistolen. Ja. Einen gibt's ja nicht, sagt er. Stecke 4, minus nichts, 1 Schaden, 3x. Kann ich. Habe ich einen Speer. Eine Wunde habe ich ja bekommen. So, jetzt habe ich die Tenatoren. Die wollen da auch alles reinlachsen. Das sind 10 Schuss, die sind noch heil geblieben. Ja. Plus die 3 Schuss Werfer. Ja. Erstmal die 10 Schuss, die wichtig sind. Eins ist nicht. Ja, 2 aber schon. Das sind die Pistolen. 2, 4, 6 mal minus 1, 2 Schaden flat. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, kann ich einmal dann gehen. Zwei. Einer hat noch eine. Genau. Dann geht er. Der andere ist tot und dann hat er noch 2. Ja, jo, dann. Tschüss. Dann haben wir noch 5x D3 Schuss. Was für ein trauriges Spiel. Haben wir nicht kommen sehen. Nee, haben wir nicht kommen sehen. Genau, D3 Schaden, Stecke 4, minus 1. Wo bist und du dran? Das sind auch die Granatwerfer, die da reinschießen. Das sind 1, 2, 3. Und, nee, das sind die Schüsse. Achso. Ich bin noch nicht so weit. Schade. 3 Schuss, plus 6 Schuss sind 9 Schuss. Ja. Und. Wird ja immer tragischer hier. So. Fast alles. Auf die 4. So viel mal. 2, 4, 6 mal minus 3 einschaben. Ja, minus 3 ist mir relativ lax, ne? Richtig. Puh, kann ich einmal. Dann würfeln wir. Ja, dann ist er weg. Wohl tot. Alter. Jetzt haben wir noch die Bikes. Die hast du alle rausgenommen. Ja, alle aus dem Rapid Fire genommen. Das heißt, nur 30 Schuss in die. Verdammt. Das sind nur 30 Schuss ohne Reload auch noch. Ja. Das ist eigentlich ziemlich traurig. Das heißt, irgendwas jetzt hier 2 würfeln. Oh, guck mal hier. Ich würfel gleich durch, wenn das okay ist. Ja. 3 Wunden.
Okay, auf 10. 3 Wunden? Ja. Okay. Zwei, vier, sechs Wunden auf 20. Insgesamt? Ne, noch 9, ja. Ja. Und der letzte Volley. Nochmal 4. Es war ganz gut, dass ich das rausgenommen habe. Auf jeden Fall. So, kann ich, warum habe ich das eben nicht gewürfelt? So bei meinem. Für die Dämonen ist es okay. 2, 4, 6, 8 Stück, dann gehen 4. Ne, 5. Ja. In das Epitome, weil er es jetzt kann. Ja. 2 Schuss, keine Rewards. Nö. Sie hat irgendwie so einen coolen, krassen Contemptor-Bolter, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, was er macht. Ja. Aber Vorsicht, der hat nicht das Psyker-Keyword. Achso, so lächerlich es auch ist, aber. Ja, Psyker, ne? Mastercrafted Contemptor Bolt Gun. Auf die 3. Minus 1 zu Hit immer. Ja. Dann auf die 4. Und irgendwas zu Wunden. Nee, das nicht. Glaube ich nicht. Nee. Aber ich war dabei. Ja. Geschossen lassen. Charges! Ja. Ist das der? Der geht in die. Demon? Könnte auch da rein. Probier's nochmal, komm. Das spielt doch keine Rolle mehr. Ich will's sehen. Ja, komm, ich brauche eine 8 mit Reroll. Ich gehe in beide. Ja. Ich gebe Abwehrfeuer nicht. Reroll. Oh, macht er! Sleep! Er macht dann nochmal Assassinate. Zack, ich base nicht. Ja, aber ich kann ja. Ja, okay. Nee, der erste Charge ist meiner. So, und dann laufen jetzt hier ganz wilde Terminatoren verrückt. Terminatoren, die da. Sollte, glaube ich, noch rechnen. So. Ja, das war's. Ja. Das sind die Bikes und die Tanks rein. Ja. Hier ist der Chef rein. Mit dem Chef fange ich an. Dann stecke alles hier rein. Danach bin ich dran, ne? Ja. Ich overfight first. Auf die 2 plus, Rewards. Ja. Alles gut. Widerstand? Ach, der Zelesk hat 6 oder 7. Spielt das eine Rolle? 6 oder 7? 6 wäre auf 4 verbunden und 7 wäre nur auf 5. Der hat Widerstand 6. Dann 4 auf mit Rewards. Ja. 4 Charge und Lanze. 3-mal. Ja. Dann das Misericordia. Nee, das nicht. 3-mal kommt durch. 3-mal? Jo. Kann ich einmal? Wie viel Schaden machst du? Ja, D3 noch. Deine schwarzen Würfel kaufe ich mir auf. Okay. 6. Warte, roll ich. Ah, ne, ist jetzt doof. Ist egal. Kommt da noch was von ihm, oder? Ne. Ja, du gehst jetzt eh raus, ne? Genau, ich peile oder konsolidiert woanders rein. Die machen jetzt Moral-Check gleich. Auf Subject kommst du, glaube ich, nicht. Ich kann auch. Nö. Achso, W3 plus 3. 4 Zoll. Auf Objectives komme ich gerade nicht. Die müssen checken. Ja. Aber ich bin jetzt erstmal. Kann ich gehauen werden? Ja, sehr gut. Dann darf ich jetzt mit meinem Epidium kämpfen. Ja. Weil es haut richtig hart zu, nicht? Ja, das ist richtig erbärmlich, glaube ich sogar. Wobei, 8 Attacken ist nicht erbärmlich. Nee. Mit Stärke 6. Ne, Quatsch. So, ich schlage tatsächlich mit meinen 8 Attacken mit der normalen Waffe erstmal zu. Stärke User, das heißt deswegen auch die Thermis, ne? Ja. Geht alles auf. Die sind ja auch angeschlagen schon, ne? Nee. Nee. Die sind ja so. Auf die 2. Stärke 5. Auf die 4. So, und jetzt interessant, weil eine 6 plus ist minus 4. Und sonst? Sonst minus 2. Dann nehme ich ein CP und ignoriere. Wie viel Schaden denn da? Also 2 flat. Ja, dann ignoriere ich für ein CP minus 1 bis 2 Schaden für die Tens. Ja, dann habe ich jetzt einmal minus 4. Ja, der ist doof. Und das andere ist tatsächlich dann 3-mal, ich glaube 4-mal war es jetzt, 4-mal minus 1. Entschuldigung, minus 1. Willst du es trotzdem ausgeben? Minus 1, ja, ich ignoriere das. 3-mal war es, glaube ich. Einmal 4 plus, nee, für 2 Schaden flat, sagst du? Ja. Und 3-mal, ne? Ja. 2 plus. Dann verliert einer 2. War gut, sonst hättest du noch einen Thermi verloren, ne? Genau. Und jetzt kommt die Schwanzattacke, auch in die Reihen. Ja. Und die hat minus 3. Das sind 2 Attacks auf die 2. Mit Stärke 6. Das heißt, ich verwund dich auf die 3. Kann ich eigentlich nicht. Kann ich. Minus? Minus 3. Ja. Minus 2, Entschuldigung. Minus 2. 2 würde ich ignorieren wegen meinem. Nee, ist minus 2 tatsächlich, ja. Minus 2? Ja, ist minus. Dann schaffe ich den sogar, weil ich den ignoriere, sonst wäre er durch. Ja, alles klar. Dann darfst du jetzt. Ja, würfeln oder? Herben 6er Invol, da. Ja. Ich kann es gerne würfeln. Würfeln! Die Attacke hast du nicht genommen. Der Battle Ruff war so ja länger. Mit den Thermis danach, damit ich ein paar Meter mache. Ich lasse nachher die Besprechung noch länger als das Spiel. Zack, so dass ich. Also ich peile ein bisschen nach, damit ich nachher gleich überpeilen kann. 15, 25 Attacken mit den Thermis. Können wir unseren Zuschauern. Eisen darf ich nicht wiederholen. Das ist doch keine. Widerstand? Also, ist interessant. Ich habe Stärke 8. Widerstand 5.
Dann sind es schon mal 2, 4, 6, 7 mal. Da kommen die Würfel nicht mal weg eben. 7 mal die 5! Ja? Schon mal 4? 4 mal? Ja. 3, 6. 8 Wunden oder? Ja, 8 habe ich. Mal wieder on point, aber ich könnte ja noch einen Volley würfeln, anderthalb. Tschö, nochmal Assassinate. Ja, ich glaube, das Spiel ist in Runde 2 tatsächlich vorbei. Wir spielen aber trotzdem noch zu Ende. Und rechnen dann mal hoch, wie sehr du mich obliteratest. Das sieht nach einem 20 zu 0 aus. Also. Ja, dann mach ich noch ein Assassinate. Ja, machst du? Ich mach diesmal sogar ein Engage. Darf ich mal Moral machen? Ich bitte drum, ja, sogar. Den hast du auf jeden Fall verkackt. Ja, das heißt, da stehen noch 20 Stück, glaube ich, genau. Engage. Für 3 sogar. Ja. Und Assassinate habe ich bei 9. Ja, das ist doch. Und scoren tust du jetzt 10. 10. Punkte. Ja. Habe ich dir eigentlich genommen gehabt. Und du kriegst eine P. Oh, wow. Wow, ja. Oh, Wunder. Ganz sportlich. Das bleibt uns übrig, ne? Ja, ich caste mein Feel No Pain auf mich selber drauf mit Sakaniel. Auf dieses... Wird das nicht mal was? Das ist richtig bitter hier. Wie viel CP habe ich noch? 2 jetzt. Ich kämpfe eh dann einmal. Ja. Ich habe eh nur einen. Also ich kann nicht hinterher. Und 4er Invol habe ich eh. Ja, ich will rollen. Ja, geht durch. Ich glaube, ich habe nichts an Reichweite. Nee, ich muss dann Schrallgamm zünden, wenn du das ausgeben willst. Du hast jetzt dann 5er Phenopain? 6er. Ja, ist okay. Ja, gut. Und dann, ja, dann mache ich minus 1 Hit auf die nächste Einheit. Das geht durch. Auf deine Bikes. Auf deine Bikes, genau. Ah, hätte ich eigentlich auf 3ern auf den Shieldcap machen sollen, lieber. Ja, egal. Ich glaube, das ist schon ganz gut auf den Bikes davor. Ja, genau. Ja, und dann Charges, ne? Ja. Sakania hier rein, du gibst Abwehrfeuer wahrscheinlich, findest du? Nö, nö, darf nicht. Das wäre schon 7 oder so, ne? 8, glaube ich. Ja, dann ist. So, und dann der andere Charger oben auch rein. Ja, macht er auch. Da könnte ich überlegen, aber ich glaube nicht. Eigentlich hätte ich die Dämonetten da auch reinchargen können, ne? Ich meine, sonst machen die ja eh nichts mehr, oder? Ich weiß nicht, muss ich gucken, kannst du machen. Würdest du mich das irritieren lassen? Ja. Ja, dann würde ich die da auch reinhalten. Ja. Nein, totaler geil. 2 hätten sie gemacht, dann schieben wir einfach ran. Das ist eh durch. Jetzt wollen wir nochmal so viel Damage machen, wie es geht und nicht ganz. Verkacken hier, du unterbrichst eh, ne? Ich habe nur 1 CP und den gebe ich dafür aus, dass alle Attacken gegen ihn minus 1 Stärker. Okay. Ja, dann, du kannst nicht unterbrechen, genau. Ich kann nicht unterbrechen, deswegen der 1 CP dort wohl. Dann schlägt Celeste zuerst zu. Ja. In diesem Fall ist es tatsächlich egal. Ja, ich charge mit meinen Fiends mit 8 und dann stell die mal genau einen Arsch rum, genau im Bunkerrande und dann mit dem Rest einfach komplett außen rumlaufen, ja. Du kannst dich zumindest nicht zurückfallen, wenn einer am Leben bleibt, kannst du nämlich irgendwie was machen mit denen. Also, du nimmst einen weg, der nicht in den Engage. Ja, aber wenn ich ihn jetzt kille, würdest du damit kein Engage bekommen, wenn du dahin willst. Das ist richtig. Das ist so die Idee dahinter gewesen. Dann kämpfe ich mal zuerst mit 8 Attacken. Ja. Erstmal mit dem ersten Profil. Okay. Und ich habe Stärke 8. Also plus 3, plus 1. Bin ich bei Stärke 8, genau. Ah, okay. Das ist ich auf Stärke 7. Dann bist du auf Stärke 7, ne? Aber reicht aber immer noch für die 3? Reicht immer noch für die 3, ne? 8 Attacken. Jo. Reroll die Einsen. Okay. Trifft auf die 2. Alles. Aha. Und dann verwunde ich dich auf die 3, haben wir gesagt, ne? Ja. Ja, alles. Okay, easy. Minus, sagst du? Ja. Minus ganz viel. Minus 3. Wie viel Schaden? 3 Flat. Ja, hat er vielleicht hinter sich? Es sei denn, ich würfel jetzt wie ein... Ja, das ist schon mal 3. 12 Schaden, würdest du mir sagen? Ja, 12 Schaden. Easy, ich habe nichts dazu. Doch einen Reroll für Champion of the Bad Games. Macht er nicht? Dann nehmen wir mal 12 Würfel mit 5 auf Phenopain. Ja. Und gucken mal, ob er Bock hat. 1 Lesung, 2 Lesung, 3 Lesung, 4 Lesung, 5 Lesung, 6 Lesung, 7. Da ist er tot. Ja, schön. Ich hätte auch nochmal kämpfen können. Das war stark. Ja, gut, 3er Retter. Aber ich will mich nicht beschweren. So wie du 4er verkackt hast, darf ich auch mal 3er verkacken. Ja, das stimmt. Ja. Hat er gut gemacht? Hat er elitär gemacht, würde ich sagen. Gutes Biest. Ja. So, und jetzt wird's interessant. Kann ich hier noch Schaden anrichten? 6 Attacken. Na, ja, erstmal mache ich meine Snitching Claws mit 4 Attacken. Das ist jetzt die Oberbabo-Frau. Ja. Ja, genau. Also mit Stärke 7 jetzt erstmal. Ja. Minus 4, 3 Flat. Trifft auf die 2, rerollt die 1 wegen Zulesk. Ja, warum nicht? Also 6... Nee, 4 Attacks erstmal mit den Claws hier. Ja, gerne, reicht. Ja, auf die 2, 1 roll ich wegen Zulesk. Okay. Ja, alle.
Auf die? Ich habe wieder schon 6. Auf die 3. Reroll ich die Wunden, glaube ich. Von 1. Nee, das kann sie nicht. Das machen nur die Keeper of Secrets anscheinend. Ja, lohnt sich das zu rerollen? Ich habe ja sonst eh nichts mehr zu verlieren, ne? Du hast noch 2 CP. Oh, dann reroll ich den. Ja. Ja, mach ich. 4-mal, sagst du? Ja, 4-mal. Ganz viel Schaden, ja? Ja. Guck mal, ob ich 4er kann. Vielleicht nicht so richtig. Das sind jetzt 3 flat each. Eine hatte schon eine Wunde. Ja. Ist tot. Dann sind 2 insgesamt tot. Ja. Und irgendwo da. Ich glaube, der war ja verletzt. So, dann kommen jetzt nochmal 6 Attacken. Mit Stärke 9 plus 1 wegen Celeste, also Stärke 10. Ja, ist immer noch eine 3. Aber die 6er haben, das ist hart, ey. So, und dann habe ich 6 Attacken nochmal dazu. Auf die 2 reroll die 1en. Alle. Aha. Auf die 3. Cool. Kann ich. Das muss ich einzeln würfen. Weil? Wegen den bei einer 4 plus gibt es Mortal Wounds. Okay, ja. Ist okay, aber es ist doch 4 plus. Ja, aber dann hört die Attack-Sequenz auf. Ja, aber ist ja trotzdem. Mortal Wound. Ja, aber welcher Wound, und da kann, muss ich saven. Nee. Wound. Achso, stimmt. Alles klar. Hast du 9 Mortal Wounds? Ja, und 1 Save. Und 1 Save. Save. Nice. Machst nichts, das heißt, du hast jetzt 9 Mortal Wounds und 3 Normal Damage. Ja, dann sind es. Hast 12. Du nicht im Feel No Pain mit deinem? Nee, nur gegen. Psi-Phasen-Model Wounds? Gegen Psi-Phasen-Model Snippen. Oh. Das ist 12. Ja. Im Model Wounds war so viel. Wie viele Punkte waren das jetzt? Viele. Okay. Ja. Hat aber war ja zu erwarten, dass wir so heftig sind. Die Model Wounds haben den Unterschied gemacht. Sonst wäre es, ja. Wenn ich jetzt nochmal, sagen wir mal, die 3. Okay. Dann ist es kein Unterschied gewesen. 3-1. Ja, okay. Ah, scheiße, das war dumm. Da oben zu chargen war dumm, das war ein Safe Engaged All Fronts, den du mir jetzt negierst. Dann müssen wir mal gucken, wie gut ich den. Ja, nee, aber das war dumm. Das hätte ich nicht machen. Ja, nochmal dran an Engaged All Fronts gedacht, deswegen war der Charge Move da oben ziemlich dumm. Aber dann stehe ich zumindest hier unten. Dann schlagen die oben noch zu, ne? Das heißt, auf die 5, ne? Genau, auf die 5 von Kostolis. Oh, solide. 5? Das sind dann 4-mal mit minus. 5. Warte, wie viele 6 sind dabei? Ja, genau. 3 Sechsen mit minus 4. Ich muss erstmal auf den, der verwundet ist. Ja. Ein Schaden jemals? 2 Schaden. Okay, das ist ja schon mal tot. Ja. Dann würde jetzt einer, ich hätte es auf den Dreier gelegt, deswegen von vornherein gesagt. Ja. Und das andere. Das andere ist steht. Minus 1, genau. Steht. Und der letzte ist der letzte. Minus 3. Stehe ich auch. Ja, alles klar. Dann habe ich 3 Schwerter, 3 Schwerter, 3 Schwerter. Mhm. Auf die 3. Mhm. Auf die 2, weil der Kostol ist. Mhm. Stärke 5. Auf die 3. Auf die 3. Dann sind das schon mal 5 mal minus 3. Ja, haben wir überall. Ja. Kann ich nicht. Okay, das ist einer, der Speer. Einer tot dann. Ja. Nee, alles die 3 Schaden. Ach so. So, 3 mal noch bitte. Dann überlege ich, ob ich eine Rolle. Ah, das kann ich. Was macht der Speer? Alles D3 schon. Ich überlege, ob ich eine Rolle. Das sind jetzt 4 D3, ne? 5. 5 D3. Ja. So wie du wüsstest, sind das 15 Wunden. Ich habe noch 1 CP. Du hast noch 1 CP, ja? Den brauche ich aber gleich. Ja. Alles gut. Also 6. Ist mir der Engaged auch schon nicht wert. 2, 4, 6. Mal gucken. War schlecht gespielt. Ich wollte 12 Wunden, ja? Ja. Also nicht. Nee, das reicht nicht. 3, 4. Einer tot. 6, 8. Oh, 10. Hätte ich den mal rerollt. Ja. C. Das lebt man noch mit. Die Frage ist, welchen willst du nehmen? Die, ja, die also der hier. Ja, der bleibt. Damit genau. Du nicht engagen kannst, okay. Sonst wäre es. Ja, sonst hättest du nochmal Engage or Front gemacht. Ne, das wäre wie ein Spielfehler, weil ich dir die auch rausgenommen hätte. Ja. Der wäre erschossen worden, die hätte ich draußen. Aber sowas wollen wir ja nicht bauen. Dann schieße ich ihn dir dann halt mit Pistolen. Das war so gut. Ist. Ja, Moral ist bei mir nicht. Nee. Einen habe ich nur. Was? Einen habe ich verloren, das ist egal. Ich kann hier pro Forma. Geschafft. Ja. Diesen Tod. Assassinate mache ich. Du machst einen für Assassinate, das sind 3 Punkte. Habt ihr die Bikes geklaut? Ja, das tut weh. Damit habe ich leider auch nur so viel wie. Ah ne, ich habe ja einen First Turn, ne? Ich habe den First Turn. Du hast einen First Turn, das heißt. Du hattest Grinds und damit ist es nicht. Ich habe dir eben die Fiends und die Epidom genommen. Also 2 getötet. 2-2 steht so, ne? Du hast mir nur eine. Und ich hab dir die Bikes getötet, ja, zwei, und deinen Cap. Also schade. Bock greedy gegen dich. Engage für 2. Ja. Für 6. Ja. Die müssen halt drin bleiben. Ja.
Ich gehe jetzt hier mal, weil wir wissen wollen, all in. Was er kann, ob, ne? Das alles hier irgendwie die verprügeln kann. Ja. Die hat sich hier bewegt und smitet jetzt noch eine Runde. Ja. Ja. Kann ich dir, glaube ich, nicht fangen, ne? Oh, wenn Space da ist. Und gerade so nicht, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, ne. Aber wenn ich jetzt noch eine Mighty 2 würfel, wäre göttlich. Macht er. Hm. Na, machst du, aber reicht nicht die 2. Du brauchst die andere 2. Genau. Gut, dann ist das so. Dann schießen wir ein bisschen. Ja. Ich habe hier Pistolenschüsse. Ja. Ich probiere einfach mal 6 Pistolen da reinzuhauen. 6? Die haben 2 jeweils. Dann hast du aber 8. Nee, der hat keine Pistole. Achso. Ja, 5 Mal könnte vielleicht reichen. Ich glaube, das reicht, um ihn. Na, dezent. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Der ist er wohl hin? Ja. Konstruiert ist nicht, weil es Schussphase gewesen. Ja, sehr gut. So, dann probieren wir dort nochmal. Wir wollten natürlich nicht, dass die Dämonen da an denen sterben und dass du dann nochmal Engage machst und so weiter und so fort. Deswegen haben wir den geopfert. Wir fangen an. Die Herren da rein. Ja. Ich habe alle Rewards noch. Der hat 18 Lebenspunkte, ne? Kannst du mal gucken. Widerstand 7 hast du gesagt? Minus 1 zu Hit. Ja, deswegen noch die 3. Ja. Einmal minus 1, 2 Schaden. Kann ich? Kann er. Dann haben wir hier Pistolen. Ja. 3 an der Zahl. Ja. Dürfen auch in der Range sein. Hier ist 1 zu Hit, 1 neu wiederholen. Cool. Stärke 4, also auf die 5. Zweimal, dreimal sogar, minus nichts. Was hat denn der für eine Hose im Normalfall? Ich glaube, der hat tatsächlich eine Rüstung. Der hat eine 4er Hose und 4er Envoy. So, dann bist du auf der 4. Immer auf der 4, ne? Kommt hin. Dreimal. Kann ich dreimal? Dreimal, wenn's nur. Ja, dann muss ich nochmal würfeln, ne? 4er Hose. Also, wie, ja, einfach. Oder soll ich auf die 4 plus? Ist es. Auf die 4 plus ist eine Runde drin, oder nicht? Ja. Dann ist eine Runde drin. Okay. Ist das eine drin oder nicht? Was du gesagt hättest. Ach, hier ist auf die 4 plus ist eine Wunde drin. Dann ist keine drin. Okay, dann ist keine drin. Dann habe ich noch einen Speer. Trifft. Ja. Einen. Ne? So, jetzt die Frage, will ich das machen? Einfach 10 Schuss da so reinnutzen? Ja, warum nicht? Gib mir den letzten CP aus, weil ich kann keine Defensivstrategie mehr zünden. 10 mal die Thermis da rein. Ja. Wobei, nee, das kostet mich auch 2. Minus 1 wird, sagst du, ne? Ja. Toughness 7 hat er nur noch, der hat immer Toughness 8. Okay, zum Glück habe ich ein paar Einsen hier. 2 Sechsen waren das, oder? Nee. Und dreimal, ja. Minus 1, 2 Schaden flat. Kann ich gar nicht. 6 Schaden. Wie roll ich den? Ich habe noch 1 CP, ne? Du hast noch einen, ja. Dann krieg ich gleich einen, ne? Ich reroll einen. Okay, 6 Schaden. Sweet. Und dann noch D3 Schuss Mortar. Ach, Fino Pain habe ich, ne? Ja. Ja. Warte, ich mach den mal erst. 6 mal. 10, 11, 4, 6. 6 Fino Pains. Kriegt er 5 Schaden. Zähl mal hoch bei dem. Das sind jetzt die Werfer. Einsen darf ich, 2 sind minus, ne? Mhm. Und Strecke 4 auf die 5. Minus 3, 1 Schaden. Wie viel? 5 mal. Gehen 3 durch nochmal. Ja. 3 Fino Pains. Mach ich 1. Nochmal 2 Schaden. Und dann noch der Helder Trajan Valoris himself. Einmal. Einmal. Das heißt, da hat alles geschossen. Ja. Komm jetzt die Charges. Ja. Thermis. Ja. Volle Möhre. Machst du? Gerade so. Ganz knapp. Warte, ich nehme Möhre. Zack. Das reicht nicht. Ja, mal gucken, was die Thermis können. Trajan, das reicht nicht, mein Guter. Ja. Bist du noch ein 6? Ich müsste ein 6 holen. Jo, ja. Das passt. Da ja. Auch. Da auch sowieso. Das heißt, ich möchte jetzt darauf hauen. 25 Attacken. 25 Attacken? Naja, 4 im Profil und weil ich in einer 6 Zoll Aura zum Banner stehe, eine jeweils dazu. Ich muss mal 20! Gucken, ich muss mal gucken, wie das ist mit minus 1 Attacken, dass du was machst. Ich glaube, das ist eine Psi-Fähigkeit, die muss ich nicht. Im Nahkampf auch minus 1? Ja, immer minus 1. Das ist ärgerlich, das macht betroffen. Das sind 10. Widerstand 7, sagst du mir. Ja. Auf die 3. Einsen wiederholen. Das sind erstmal 3 von 10. Das war nicht so pralle. Halte ich alle? Hältst du alle? Oh, viele 2, ey. Ja, die tun weh. Hier auch wieder 2 dabei. Das sind 5. Und jetzt habe ich noch. Das sind Wunden? Das sind schon Wunden, ja. Gehen 3 durch? Ja, und nochmal 4 wieder. Also 3 haben wir jetzt. Und die halte ich bis auf 4 insgesamt. 4 insgesamt. Ja. Ah, dann wird das wohl nicht so doll. 3, 6, 8, 9. Lebt er noch. 4 noch Pain. Dann kriegt er 8. Dann kriegt er 8. Ja, 1, 2 Würfel mehr, geklappt. Hätte auch lieber bei den Thermis anrollen sollen, nicht bei den Schüssen.
Dann bin ich tatsächlich auch im letzten Bracket wahrscheinlich mit 3. Genau, 3 hat er noch, genau, ist er im Bracket. Das ist das letzte Bracket dann, ja. Habe ich nur noch 4 Attacken. Oh mein Gott, ich treffe aber trotzdem noch auf die 2. Ja, aber die Attacken sind das Wichtige. Ja, dann treffe ich, mache ich erstmal mit meinen Schwanzattacken wieder. Ja. 4 Additional Attacks, die bleiben unangefochten vom Bracket tatsächlich. Die habe ich immer, die 4 extra Attacken mit dem Schwanz. Das ist ja lustig. Ja, die sind auf die 2 immer noch. Wir wollen immer noch die Einsen. Warum nicht? Auf die 3, ne? Jo. Oder was hast du an Tafel? Wieder schon 5. Wieder schon 5 hast du? Mhm. Ich habe jetzt Stärke plus 1. Nee, ich bin ja, konsolidiert. Nee, ja. Steht außen, genau. Das heißt nur noch auf die 3. Ja, das sind dann 3 Stück. Minus 4. Und Schaden? 3 flat. Klar. Diesmal schaffe ich sie sogar. Dann verliert einer ein. So, und jetzt kommen die eigentlichen Attacken. Da hat er auch noch, so wie ich gesagt eben. Das hat er weniger. 4, genau. 4 Attacken. Ja. Auf die 2. Der war so angefallen. Drop Death Never Count. Yep. Und auf die 3. Jetzt habe ich Stärke plus 2. Dann komme ich auf Stärke 9. Dann immer auf die 3, genau. Ui. Oh, das sind wieder Models, ne? Das sind wieder Models, ja, genau. So, dann geht 6, einer. 6 Models. Einer ist tot. Ja. Ach, Mortals sind das, ne? Ja. Jetzt muss ich überlegen. Einer ist tot. Dann ist noch einer tot. Ja. Weil es ja Mortals sind. Ja. Aber nicht. Und einer verliert 2. Alles über 4 ist eine Mortal. 3, 4, 5, 6, ja. Genau. Und dann habe ich ein Modell getötet, ne? Ist jetzt vorbei. Ja. D6, du hast Wounds, kriege ich zurück. Ja, warum auch nicht? 6 war witzig. Für 2. Na gut, das geht ja. Hätte auch genauso tot sein können, aber hey. Hätte auch tot sein können. Hätte genau. Auch tot sein können. Na, mal gucken. Ja, dann machst du jetzt... Assassin habe ich nicht, weil wir wollten diese gar besonders mal ausprobieren. Genau. Nö, dann bin ich eigentlich ganz gut dabei. Du scorst jetzt mit deiner Runde 10. Ja. Primary. Da bin ich dran, ne? Genau, auch Engage habe ich gemacht für 2. 2, ja, genau. Genau, und die Banner und so weiter, das läuft alles. Und du kriegst ein CP. Ich habe 0, du hast 1. Ja, wunderbar. Den brauche ich auch. Ja, ich bin hier advanced. Die hoffen, dass sie den Beschuss überleben. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich hatte eben kurz überlegt, ob ich dahin gehe, engage, vielleicht eintöte. Wenn ich am Leben bleibe, kriege ich engage on all fronts. Aber statistisch würden die Dämonetten eher gehen, nicht ich charter, ne? Wahrscheinlich. Vielleicht bleibt ja eine stehen, hält mir gleich das Objective noch. Wenn ich die Thermis killen sollte, bin ich zuversichtlich, dass ich dann vielleicht sogar nochmal 10 scoren kann nächste Runde. Ja, dann smite ich jetzt mit Celeste. Mhm. Das ist wann? Celeste ist sie oder ist sie? Ist noch da drin. Da kann ich bannen, ja. Ja? 5, du hast eben eine 6? Ich glaube, ich habe eine 6 gehört, ja. Ja, dann würde ich auch 6 kommen, dann schaffe ich es nicht. Ja. Ich gehe noch ja. D3? Ja. Für 2. Dann noch eine 6? Eine 6. Das ist wichtig. Ja, ja, ist es. Ja, dann mache ich mit Saganiel, dass ich jetzt gerne kämpfen möchte. Oh, der ist strong, ja. Den würde ich rerollen. Dein letzter CP. Das reicht mit einer 11. Ja, ich habe kein CP mehr, um zu bannen. Ja, dann darf ich jetzt kämpfen. Dann darfst du jetzt wohl kämpfen. Das ist brutal. So, dann kämpft sie jetzt in der Psi-Phase. Einfach because of reasons. Darf ich die Einsen wieder rerollen? Das war die Schwanzattacke jetzt, ne? Mhm. Stärke wieder auf 10. Nee. Immer noch auf 3. Ich hatte eben die plus 1 Stärke ja nicht. Achso, das ist schon rein. Ich bin jetzt wieder auf... Ne, hier bin ich auf Stärke 8. Also auf die 3. Ja, das sind 3 Stück. Minus 4 wieder mal. Ja. Die stehe ich aber sowieso. Die stehst du. Krass. So, und jetzt kommen nochmal 4 Attacken. Mhm. Das ist dann mit Stärke 10 tatsächlich jetzt. Dann auf die 2. Auf die 2. Oh. Okay. Ja. Wäre schön, wenn es irgendwas Cooles wäre. Ja, und das sind wieder 9 Model Wounds. Ja. Lächerlich. Dann sind sie alle tot. Ja. Das ist schon... Also, es ist... Warte mal. Es ist theoretisch die Psy-Phase, sehe ich das richtig? Jetzt ist die Psy-Phase. Ich schau mal nach. Dann ja. Hast du neunmal Phenopen. Ja. Also aufgrund des witzigen Wordings für die Aegis of the Emperor steht, wenn ich in der Psychic Phase Mortal Wounds bekomme. Ja. Nicht durch eine Psychic-Attacke, ja. So wie Smite, sondern wenn ich in der Psychic Phase Mortal Wounds bekomme, kann ich die auch retten, theoretisch. Ja. Deswegen verstehen wir es so, ja, dass das möglich ist, weil ich in der Psy-Phase. Ich kämpfe ja in der Psy-Phase. Ja. Eine 6 würde mir vielleicht reichen. Dann steht da noch einer mit 2 Leben. Ja, aber ich habe ein Modell getötet, ne? Auf jeden Fall. Ah, warte, das. Ne, genau, ich habe ein Modell getötet. Ist aber wichtig. Ist aber wichtig, dass er stehen bleibt. Ich heile mich natürlich wieder. Für einen.
Okay. Darf ich auch nicht rerollen. Alles noch in der Möglichkeit, den zu töten nächste Runde. Wichtig ist, dass du nicht chargen kannst. Das war ja, das war also, wie gesagt, das Wording lesen wir jetzt so raus. Ja. Ist doch, ist richtig. Ist richtig. Falls das nicht so sein sollte, seht es uns nach. Aber es steht halt explizit drin, in der Psychic Phase Mortal Wound bekommen. Ja. Und es ist keine Psychic Attack gewesen, sonst wäre das wahrscheinlich explizit genannt. Sie kann natürlich jetzt auch noch smiten. Nee. Ja, die kann ja zwei. Also brauche ich jetzt, ich kann nicht rerollen. Ja. Ja, reicht? Ja. Kann ich? Eine Nein! Eins. Oh Gott! Oh, die kommt auch durch. Oh. Hatte ich kurz einen Stift in der Hose, muss ich zu nehmen. Ja. Ärgerlich. Ja, mehr kann ich sagen. Ja, das ist natürlich hier on the edge. Die 6 hat da nichts verloren. Achso, okay. Aber ist er wahrscheinlich gleich tot, aber okay. Ich kann mich dann nochmal D6 heilen, hoffentlich, ne? Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder im oberen Bracket. Oh, ich wäre gerade schon im oberen Bracket gewesen. Ich nee, aber nicht vor der Dings. Nicht vom Heilen. Ich habe mich doch in der letzten Nacht, der letzten Nachkampfphase schon geheilt. Ich weiß es nicht. Sonst musst du gucken, was der Unterschied gibt. Es wird weiterhin spannend. Ich habe mich eben geheilt. Das heißt, nachdem du mit deinen Thermis habe ich mich geheilt. Das heißt, ich bin in diesem Zug ja wieder über einen drüber gewesen. Ja, aber den muss ich wieder zurück, den habe ich ja verloren eben. Nee. Also du bist auf jeden Fall im einen Bracket mehr. Und ja, ich bin im einen Bracket mehr. Die würfeln wir jetzt noch und dann ist gut. Okay. Darf ich rollen? Immer noch ein 1, 2, ja. Trifft. Und jetzt wieder eine 4. Ja, ja. Nochmal 3 Mortal Wounds. Darfst du wieder das 6 würfeln. Nein. Das ist natürlich dann ärgerlich. Aber gut, wir wollen jetzt hier auch nicht aufgrund eines fehlenden Würfels das Spiel irgendwie beeinflussen. Aber trotzdem geil. Aber es ist halt möglich, jetzt ganz viele Punkte für dich. Aber guck, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, das ist noch nicht vorbei. Also wie viel Leben hat sie jetzt insgesamt, damit wir das mal... Jetzt zweimal heilen. Jetzt darf ich konsolidieren, ne? Genau. Sie konnte sich zweimal heilen, von 3 Lebenspunkten hoch. Eben waren 2, sind wir bei 5. Und was hat sie davor gehabt? Ich glaube, wir sind bei 9. So, verwirrt. Okay. Dann kommen die Charges. Ja. Ja, ich muss Trajan killen, ne? Oder den schon anträgen. Genau, Zulesk auf, dann krieg ich richtige... Ja, hat er gut gestellt. Man sieht das jetzt mit der Base. Wenn ich die Dicke reinbringe, kann Zulesk nicht chargen. Also ich komme auf jeden Fall nicht mit beiden Charakteren, die ich habe. Also ich komme nicht an beide ran. Du kannst mit Zulesk beide ranhauen. Nur mit der Dicken in die normalen Garde. Kannst du unterbrechen? Nein. Okay. Zulesk charged. In alle, aber. Ich muss gucken, wie ich komme. Ja. Ja, macht er. Das ist ein bisschen traurig, es ist jetzt Pest oder Cholera, ich will natürlich auch auf dem Objective bleiben, ich will die Mortal Wounds da unten reinhauen, so, dann hau ich mal mit, du kannst nicht unterbrechen, nee. Dann hau ich hier mit 5 Attacken mit der Ollen erstmal in deine Guardians rein. Ja. Erstmal die ersten. Ja. Auf die 2, wie viel Toughness hast du? 5. Dann jetzt auf die 2, wegen Stärke 10, ne? Ja. Ja, das sind dann 9 Mortal Wounds. Ja. Und ich mach mal kurz die Retter. Dann machen wir erst die Retter nochmal, genau. Also er ist eh tot, weil er der Erste ist, dann muss es kriegen. Ja, 3 Flat. Dann ist noch irgendwie einer tot. So, nicht auf dem Schild jetzt? Ja, ich muss da eh einnehmen. Ist ja Mortal Wound. Na, aber willst du nicht erst die Retter machen? Ich muss sowieso die Retter zuerst machen. Nö. Ja. 2. Ja. Steht auch noch der eine. Mortals. Ja. Ja, und dann die Schwanzattacken, das sind immer 4. Ja, 1 roll ich. Auf die 3 aber nur jetzt. Ja. Minus 3. Ja. Ja, minus irgendwas. 3er Retter, steht da ausnahmsweise. Ja, sehr gut. Dann darf ich mich um D6 heilen. Für 6. 6 okay, jetzt wird's albern. Jetzt wird's richtig albern. Ja. Ja, ich muss eigentlich hier drauf peilen, sonst nimmst du mir gleich das Objective weg. Ja. Das sollte reichen. Ja. Natürlich nicht in die Reichweite von ihm. Mhm. Okay. Weil sonst dürftest du mich nochmal klatschen. Aber du darfst nicht, ja, was mache ich jetzt? Hol ich mir einen, was hat denn dein Bannerträger für eine Röhre? Nur 3er Räder. Ja, 5 Lebenspunkte, hier schon 5, 4 Attacken, 3er Räder. Zeig mal, was du kannst. Ich habe 8 Attacken, ne? Nee, ne? Also stärker. Ja. Ja, ich will es wissen und schau mal, was Zulesk mit Trajan macht. 8 Attacken. Das ist ein bisschen greedy von mir, glaube ich. Ich hätte lieber safe, ich glaube, den Bannerträger würde ich erst safer killen mit 3 Flat. Da müssen nur 2 durchkommen. Ja, stimmt.
Und das ist Assassinate. Bevor er stirbt. Was bufft der Bannerträger nochmal? Plus eine Attacke. Auch für Dreier? Ja. Alle Kreaturen. Ja, nee, komm, dann nehme ich den Bannerträger. Einen sind wir rollen wegen alter Codex. Ja. Auf die 3 dann. Oh, schade. Ja, gut, dass ich den Bannerträger genommen habe. Müssen zwei durchkommen. Kein Reroll mehr? Kein Reroll mehr, ist er weg. Das ist er sie nicht? Ja, das ist unnötig eigentlich. Ja. Ja, gut, dann. Ich gehe, oder? Ja. Also, wenn ich das richtig sehe, ich glaube, dass mit diesem, wenn er das erste Mal kämpft, genau, the third time. Schon. Genau, das hatten wir schon, deswegen kann das jetzt nicht. Dann hat Trajan seine zusätzliche Attacke verloren. Ja. Und du haust auf den Celeste drauf wahrscheinlich. Ich hau auf jeden Fall auf den Celeste drauf mit Trajan. Da sind wir bei 5 Attacken. Reward auch selbst, weil. Alter, Codex. Ja. Ja. Stärke 10. Ja. Auf die 3 wahrscheinlich. Ja. 4 mal. Minus 3. D3 Schaden. Kann ich einmal. Dann ist er weg. Leider noch Schaden. Ja. Ja, jetzt genau, war ich wieder on point. Aber das ist ja nix. Ja. Dann hab ich noch so einen Typen da. Der steckt aber mal in deiner Ische. Minus irgendwas hilft. Minus 1 immer. Ja, aber auf die 3 reicht er. Ja. Eins wiederholen wegen 3 an. Ja. Auf die 5. Ja. Einmal minus 3. Kann er. Kann er. Ja, solide. Ja, cool. Und was ist Assassinate für ein? Ja, kein Engage. Kein Engage, genau. Und ich hab dir aber. Rides and Down hast du mir 2 gekillt, ne? Ja. Ich hab dir eben nur 1 gekillt. Ja. Kriegst du Rides and Down? Wow, nice. Das erste Mal. Und ich krieg wieder 10 in dem Fall. 10, genau, nicht 15. Richtig. 3 Banner. Ja. Und Assassinate. Oh ja. So. Muss ich hier nochmal gucken. Willst du mir hier das Objective contesten mit Trajan oder willst du versuchen? Ja, ich glaube schon, weil den tötest du in der Nahkampfphase. Oder in der Psycho. Kannst du nicht. Ja, aber gut, du kannst nicht nachpeilen. Also heroisch intervenieren, das meine ich. Weil du ihn töten musst. Das heißt ein 2, 4, 6 Schuss, 8 Schuss. Wenn die Dämonen gehen, dann score ich tatsächlich nur 5 in der nächsten Runde, das wäre traurig. Ja. Für ihn brauche ich vielleicht nochmal einen Reroll oder ich hab wieder ein Dings. Ja, nö. Nee, dann schießen wir eine Runde. Ja. Trajan schießt hier rein. Ja. Ein Schuss. Eine Runde. Ein Geht Goder. Durch, ja. Das ist egal. Die Frage ist halt wirklich, will ich hier Rapid Fire machen? Sven 2. Ach scheiße, ich hätte den ersten wegnehmen sollen. Darf ich das orientieren? Klar. Ich will natürlich einen Charge lang machen. Ich nehme den letzten CP, weil irgendwie ist es egal. Ich schieße mit 8 Schuss Rapid Fire. Ja. Und die war auch ein Kurz. Also das sind die Schüsse. Ja. Da verwundet ihr alles auf die 3, Schaden ist egal. Auf 2. Mhm. Also ich verdoppel die Anzahl meiner Schüsse durch das Strategie. Ja. 4, 6, 8, 9 Mal. Sollte reichen, um die. Zumindest zu knabbern. Aber wenn ich den Charge verlängere. Oh! Ja. Gehen nochmal 6. Na gut. Darf er sogar noch schießen, als er seine Pistole? Ja. Er schießt auf minus 1. Trifft. Macht sogar eine Runde, minus nichts. Kann ich. Nee. So, und dadurch, dass es fast egal ist, ob ich es schaffe oder nicht, ja. Aber ich nehme jetzt zumindest das Ding, probiere ich jetzt einen 8 Zoll Charge. Nein! Kein Reroll. Kein Reroll mehr, ist aber nicht so wild. Ja. Dann darfst du mich da tothauen. Ich kann gerne würfeln, aber ist egal, glaube ich. Wobei, wer weiß, vielleicht, wenn man es da hat. Ich habe jetzt wieder volles Profil. Ja. War gut. Ja. Reroll keine Einsen mehr, aber brauche ich nicht. Auf die 3. Ja, gibt wieder Mortal Wounds und ja, dann reicht das eine nochmal. Ja. Ah, ist ja gut. Traurig. So, dann konsolidiere ich. Ja. Ja, dann spare ich mir tatsächlich gleich ein bisschen was. Ja, konsolidiere hier rein. Okay. Darf nochmal zuhauen. Ich mache ihn. Oh ja, darf ich ja sogar. Ja, klar. Stimmt. Das gebe ich dir jetzt gerade. Ja, dann bin ich mal gespannt. Einsen wiederholen. Ja. Stärke 10. Einen sind wiederholen. Hast du minus 1 zu Hit gemacht? Ja. Genau, deswegen noch die 3. Ja. Dreimal, minus 3. Einmal hatte ich. 4 Schaden. Ja. Hat er 7? Ja. 7 bekommen, ne? 7 Schaden. Also ich zähle hoch jetzt. Genau, dann engage ich für 2. Ja. Und habe fertig.
Ja, du gut. Du kriegst wieder 10. Ja, schade. Also du musst noch Moralcheck machen. Ich glaube, die haben so ein bisschen hart verloren. Das reicht auf jeden Fall. Und dann noch 3, ne? Oh, bleibt einer stehen! Ja, bleibt einer stehen. Wahrscheinlich. Die, das Banner auf jeden Fall, ja. Zack. Zack. Nächste Runde. Ja. ja. War eigentlich dumm, nicht rein zu konsolidieren. Ich hätte dich einfach wegsmalten sollen. Nö, aber ich bin jetzt auch in Reichweite zum Bannen gewesen, also von da. Naja, ich hätte ja hier hingehen können. Aber den hätte ich weggesmalt, glaube ich. Ja, das ist 7 Lebensmittel, ja. Die können. Ja, dann weiß ich nicht. Mache ich, glaube ich, noch einmal ein Gage mit der alten da. Schafft sie, glaube ich, gar nicht, ne? 7 Zoll. Nee. Also du kannst rennen. Wie viel läuft die 7? 13 ist irgendwo hier. 13 hier. Ja, 3. 5 würde ich dir geben. Für ein Gage. Ja. Du bleibst wahrscheinlich da, ne? Ja, wo ich überlege, ob ich nach hinten gehe mit ihr. Bringt aber nichts. Ist für die Folgerunde eh egal, weil ich dich jetzt nicht mehr töte, das heißt, ich mache nicht mehr mehr. Solange du drauf bleibst, ist für dich alles okay. Ja. Na, jetzt wir jetzt töten müssen, um nochmal 15 zu scoren. Ja, genau, alles klar. Na gut, dann schlage ich mal hier unten zu. Ne, erstmal Psi. Ja, genau. Ich möchte kämpfen. Ja. Kann ich? Wünschen wir das? Ich probiere einfach mal. Nö. Nee. 6 Attacken. Jo. Auf die 3 wahrscheinlich. Nope. Jo. Das sind wir neue Model Wounds, willst du sagen? Das kann doch nicht sein, oder? Ich weiß nicht, wenn das so funktioniert, dann müssen wir müssen uns gleich mal lesen, aber selbst wenn, kannst du ja mal jetzt eben 3 wegsaven. Save. Würde jetzt gar nichts verlieren? Ja. Wenn das Model Wounds sind, dann. Ah, ist die Psi-Phase? Achso, ist der Psi-Phase, ja gut. Hier sind jetzt genau 9. Nein. Ja, wenn das so funktioniert, dann ist es. Ja, das Wording für die Punkte ist es dann schon fast fragwürdig. Bisschen irritierend. Einfach mal auf 4 plus 3 Model Wound Instant, aber ist okay. D6 für einen. Ja, als ob ich die jetzt auch tot kriege. Ich weiß es halt nicht, ob es so funktioniert. Also wir gucken das gleich mal richtig, ey. Ja. Und wenn, sonst wäre es auch kein Spiel mehr geworden. Jetzt ist ja sogar noch ein Tick-Spiel. Wenn das jetzt nicht so wäre, wenn wir ganz ehrlich, dann wären die Termis wahrscheinlich durch sie durchgeschlachtet. So. Aber ich meine, was passiert jetzt noch? Also es ist jetzt Ende Runde. Ende Runde 4. Ich score Assassinate. Assassinate gescored, ja. Die wirst du nie wiedersehen. Ich habe einen mehr getötet als du. Genau, gehst nochmal Grind and Down. Ich score jetzt nochmal 10 und maxe da Primary. Was wäre jetzt Runde 4 jetzt, ne? Genau. Ja. Wollen wir hoch? Ich erschieße dir die. Können wir gerne machen. Ja, komm, dann rechnen wir jetzt hoch. Also du erschießt mir die. Genau, dann kriegst du nochmal 10. Mehr kannst du nicht machen, wenn du auf irgendeinem Punkt stehst. Ich score nochmal 10. Du kriegst sie auf jeden Fall nicht mehr. Also die hau ich wahrscheinlich kaputt, würde ich behaupten. Deswegen, dafür kriegst du dann 10, du bleibst dort. Ja. Ich würde nochmal ein Gage kriegen, weil ich einfach hier rüber bin. Ja, die würde ich so weit wegschicken wie möglich, dass du mir halt keinen killst, dass ich vielleicht nochmal Grind them down mache. Das ist die Frage, wie weit du kommen würdest. Ja, da würde ich erstmal advancen. Warum advance? Mit 5, also... 11? Ne? 12. 12. So, dann laufen die hinterher. Sind dann alle hier, halten das Missionsziel. Gut, dann ist die Frage, guck mal, ob du überhaupt noch mit denen 12 würfeln kannst. Aber wobei ich stehe hier mit mehreren drauf. Du wirst dieses Missionsziel niemals kriegen. Nee, das werde ich nicht kriegen. Die Frage ist halt nur, weil wenn ich die töten würde, würde ich ja nochmal mehr als du töten. Genau. Ich schau mal, der eine vielleicht, es sind 24, treffe ich die. Weil da kann ich ja durchsehen. Einmal. Das treffe ich. Kann ich rerollen? Kannst du rerollen. Hm. Reicht nicht. Ja gut, dann haben wir das auch geklärt. Genau, dann hätte ich jetzt Engage für 2 wieder. Ja. Wieder 3 Banner. Ja. Du denies mir das. Ja. Der ist weg. Ich krieg nochmal 2. Richtig. Die beiden wirst du wohl nicht kriegen. Im letzten Assassinate, Zug. Im fünften Zug würde ich dann halt hier drauf springen. Ne? Ja, aber es macht ja keinen Unterschied, wenn du was. Na gut, dann einer Banner. Das ist ja jetzt der fünfte. Du würdest den fünften. Ah, das ist der fünfte jetzt schon? Jetzt ist mein fünfter. Ich dachte vierter. Nee. Ach, krass. Du hast in deinem vierten ja jetzt gerade das gewechselt. Ah, okay, okay. So, deswegen. Okay. Das heißt, du würdest engagen? Nein. Nein. Hast du nur einmal gemacht? Ja. Assassinate hast du meine 3, die kriegst du nicht. Ja. Grinds and Down würdest du jetzt nur noch die töten und damit habe ich denied. Das heißt, du würdest zweimal Grinds and Down. Ja. 6. 9-mal Assassinate. Ja. 2-mal Engage. Traurig. Und 40 Primary. Mehr als ich dachte. Sind das 8? 57? Ja. Zu 85 oder so wahrscheinlich. Ne? Das sind 6 und das sind 55, 71, 80, wenn mich alles täuscht. Also 80 zu 57, ja. Ja.
hätte ich auch noch einen Banner raisen können. Ja, das wäre ein Punkt. Na, ja. Ja, das wäre ein Punkt, das wäre egal gewesen. Alter Schwede. Ja. Traurige erste Runde, finde ich. Ja, kurz, quasi ganz okay. Kurze Nachbesprechung und dann kommen wir gleich zurück. Ja, wir haben ja hochgerechnet, ne? Ja. Erzähl mal, was haben wir gesagt? Irgendwie 80, 82 zu 59 oder so? Ich glaube 80 zu 57 war das letztendlich. Ja. Wir haben jetzt natürlich die letzte Runde hochgerechnet. Du hättest da die getötet, du hättest meinen zweiten oder meinen letzten Charakter nicht mehr bekommen, gehe ich von aus. Zumindest nicht getötet. Wir haben da gesehen, ich hätte die letzte Dämonette noch getötet. Das heißt, du hättest maximal zwei Missionsziele haben können. Score ist halt 10. Ja. Machst dann Primary auf 40, habe ich gesagt. Ich habe 45. Ja. Und in Secondaries lag ich halt relativ weit vorne. Banner nochmal gescored, 2. Ja, ja. Hätte 3 sein können. Ne? Ja, ja, ich fange mal an, weil ich verkackt habe. Ich hoffe, wir haben das richtig gespielt. Wir haben eben nochmal durchgelesen den Text von ihr hier. So, das sagt ja, mit der Waffe, wenn du bei einer Wound Roll auf 4+, ne, gibt es 3 Mortal Wounds und dann endet die Sequenz. Also man kann das so verstehen, dass man jeden Wound Roll quasi nacheinander würfelt und bei einer 4+ hört es auf und machst 3 Mortal Wounds, dann wäre das schon irgendwie schlecht, ne? Wenn du aus 6... Du machst es als letztes quasi, ne? Aber bei der Stärke wäre es halt, also es ist für mich irgendwie widersprüchlich. Ja, finde ich auch. Bei der Stärke verwundest du meistens alles auf 3. Genau. Und dann heißt, du willst so viel 3 wie möglich würfeln, weil wenn der erste Wurf eine 4 ist, ist halt der Rest schon gefallen. Genau. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Aber so wenn das so ist, wie es ist. Wenn das so ist, wie wir es jetzt gespielt haben, wäre es ultra hart. Ja, vor allem für die Punkte. In Verbindung mit allem drum und dran, was sie ja noch so kann, ja, sind das sehr, sehr stabil angelegte Punkte. Ja, aber ich glaube, das ist so, wie wir es sowas gespielt haben, müsste es eigentlich richtig sein. Hart. Ja. Also gefühlt finde ich es auch richtig gespielt, zumindest vom Wording her. Ja. Wir haben ja jetzt nicht groß irgendwas noch besucht, um das irgendwie das Gegenteil zu beweisen. Nee, ich war, glaube ich, auch nach Runde 1 war ja auch eigentlich klar, dass du das Spiel nach Hause holst. Das war da nochmal kurz so gesagt, du hast mir tatsächlich den Feel No Pain gebannt auf meinem Keeper of Secrets. Deswegen darfst du hier auch wiederkommen. Hat mir gefehlt, 18 Wunden, da wären bestimmt eigentlich 3 liegen geblieben. Ich habe auch unterdurchschnittlich gewürfelt mal wieder. Immer ins Camp bei mir. Gut, sind halt gegangen, ist ein Würfelspiel, aber das beide gehen war hart für mich. Ja, aber wie gesagt, deswegen haben wir es jetzt nicht großartig nochmal nachgeschaut, ne? Aber ich glaube, wir haben es auch richtig gespielt, aber es wäre echt hart. Dann ist die eigentlich safe bei mir gesetzt, auf jeden Fall. Ja, also gemäß des Falls, dass es so ist, ist sie wirklich sehr, sehr stark und punkte-effektiv, finde ich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn du sagst, dass sie so drastisch reduziert wurde, ist es halt. Die war mal bei 680 oder so, hat aber auch Toughness 8. Jetzt ist sie bei 450 Punkte. Ich meine, gut. Das ist nur Toughness 7, ne? Aber okay, immer noch. Ist halt wie ein Morty, ne? Ja. Und so, und dafür, ja gut, Morty macht ja auch so einen Quatschkram für 450 Punkte, ne? Insofern ist das, glaube ich, solide angelegte Punkte. Auf jeden Fall. Ich musste reingehen. Ja. Also ich hätte es noch ein bisschen anders spielen können, tatsächlich. Ich hätte dir die große hier mit anbieten können und einen Keeper of Secrets damit hinschicken können. Ja. Also wenn du nicht reingegangen wärst, hätte ich dir den anderen, den angeknacksten, wahrscheinlich wieder erschossen. Richtig. Und das ohne naja, Probleme nicht, aber zumindest ohne was tauschen zu müssen dafür. Und ihn alleine in den Nahkampf zu schicken, wäre auch ein Suicide gewesen. So, dann wäre nämlich gar nichts passiert. Ist ja so auch nichts passiert, dank meiner Würfel. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, was ich da hätte anders machen können. Also ich wusste ja, dass es schwer wird gegen dich. Und das war halt die einzige Sache, so ein bisschen Trickery rausholen. Ne? Ja. Erstmal hier die verwinkelt stellen, dass du mindestens beide einer entscheiden musst. Das hast du gut gemacht, ja. Und dann auf jeden Fall den Swooping Dive reinbringen für den CP. Ja. Das war ja schon so beabsichtigt, dass du nicht also du hättest auch die Flanke verweigern können und dann wäre ich hier rüber gerauscht. Ja, aber dann hättest du mir hier alles weggeholt. Also, es ist halt ein Hätte, Wenn und Aber. Es hat nun mal jetzt für mich super gut funktioniert, also eigentlich ohne Verlust, also ein Bike, glaube ich, nicht mal. Nee, und nicht das, Bike, das war nur in der Psi-Phase, habe ich dir, glaube ich, ein Modell genommen. Genau, deswegen im Großen und Ganzen hat das super gut funktioniert. Dass es so gut funktioniert hat, lag natürlich auch in einem Würfelwürfen, brauchen wir nicht drüber reden. Und du hast 8 CP verbrannt, ne? Ja, aber also das musste ich aber auch, ne, so wie defensiv wie auch offensiv, deswegen Kursodes sind halt einfach eine CP-lastige. Ah, du hast sie gar nicht gewürfelt von wegen wiederbekommen, das haben wir voll vergessen. Die meisten waren nicht in Reichweite. Achso, okay. Die meisten waren nicht in Reichweite, dann konnte ich das nicht machen. Im ersten Zug hättest du das machen können. Ja, aber da war mir dann das, ist dann doch ein bisschen besser, ja. Ansonsten, es hat ungefähr so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Sie war halt ein Nenner, mit dem ich nicht so richtig umgehen konnte. Sie, genau. Das war natürlich hart. Nachher haben wir nochmal gucken wollen, wie es ausgeht. Ich hätte auch einfach da stehen können und dann warte ich eine Runde und gönne dir den Charge. Wenn man mal hochrechnet, die haben es fast geschafft. Also mit Stratagem hätten sie wahrscheinlich getötet. Das waren 3 Leben, die gefehlt haben am Ende. Jetzt haben sie nur auf die 3 verwundet. Und das Minus Tötet. Das Minus Tötet ist immer gut bei denen, ja. Genau, aber letztendlich haben sie ja von Full Health auf 3 Leben runtergeprügelt. Ja. Und das ohne Stratagem, aber halt mit ihm hier als Reward-Geber. Ja.
Wobei, den habe ich doch habe ich den genommen. Ja. Genau, deswegen, da war ja, das war ein super guter Multiplayer für die. Mit dem Strata-GM wäre, glaube ich, auf die 2 verwunden, mit 1 wiederholen, also wieder auf die 3 und so. Ja. Also die waren auf jeden Fall richtig, richtig strong. Ja, auf jeden Fall. Im Großen und Ganzen hat eigentlich alles gut. Der Force-Multiplayer war super gut. Hat natürlich nachher sogar noch jemand rausgenommen. Deswegen im Großen und Ganzen die Gesamtleistung stimmte. Ja. Ja, wer mich gut überrascht hat, war hier, ne? Da einfach mal einen Shield Captain on Bike rausgenommen. Ja, du, das habe ich schlecht, wiederum schlecht gemacht. Da hast du richtig schlecht, aber richtig, das ist dann nur fair. Aber dieses -3/-3 Flat Damage, was die ganzen Slaanesh-Charakter haben, ist hart, ne? Ja, ist halt fürs jetzige Meta, glaube ich, super gut, mit dem, was kommt. Also sowohl mit der Death Guard, wie auch mit dem vermeintlichen Dark Angel Todesstern, zumindest mit dem Banner halt, für Schadensreduktion. Ja. Deswegen ist nicht definitiv gut. Also alle D3 oder Schaden 3 Waffen, die dann auch noch nicht mal Abzüge kriegen beim Zuhauen, warum auch, sind, glaube ich, super strong. Es sind gute Meta-Waffen, sage ich mal so, mit dem, was jetzt kommt. Behaupte ich mal. Naja. Ja, ansonsten das Epidom fand ich ganz lustig, mit in einer Phase deine Bubble nehmen. Ist natürlich in der Nahkampfphase deutlich stärker irgendwie, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ja, war ein gutes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Gut, es hat sich letztendlich in der ersten Runde mehr oder weniger entschieden. Ist so, ja. Traurigerweise. Aber nichtsdestotrotz, alleine was sie rausgehauen hat, war es dann noch ein schönes Spiel. Aber so konnte ich zumindest, ich sag mal, ein bisschen befreiter ausspielen und auch mir diese Charges mal erlauben. Ja, ja, klar. Dass A, kein langweiliger Bad-Rap wird und B, ich auch sehen will, was geht. Was klar nicht auch können. Aber dadurch hast du halt schon für quasi ein Custodes, 2 Keeper, das ist halt... Das war schon ein herber Schlag. Ja. Und ich konnte mich ja noch frei bewegen. Also ich war nicht mal gebunden. Das heißt, ich konnte machen, was ich wollte. Richtig. Das hatte ich die Tome und die Fiends gekostet. Vielleicht hätte ich die Fiends noch mit reinchargen sollen. Das wäre vielleicht noch was gewesen. Dann wäre ich wahrscheinlich drin geblieben, ja. Dann wärst du drin geblieben. Dann hätte ich zumindest noch den Charakter behalten. Ja. Ne? Damit hätte ich noch mal ein bisschen Psi um mich schmeißen können. Hätte Assassinate noch ein weniger abgegeben. Hätte ich auch zum Scoren benutzen können, weil sie schnell ist irgendwie. Das wäre vielleicht noch eine Variante gewesen. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass 2 Keeper gehen. Na gut, alles klar. Wir machen, glaube ich, noch eins, ne? Ich habe noch was mitgebracht. Was hast du dabei? Ich habe noch Bloodies heute. Bloodies? Gegen was? Willst du gegen Black Templars das Rematch oder gegen die nochmal? Gegen die nochmal? Mir ist egal. Rematch wäre auch cool, dann haben wir es im Kasten. Ansonsten ist es mir egal. Schauen wir mal. Worauf du Lust hast. Wir würfeln gleich mal auf die 4 irgendwo draus. Bis dahin. Bis dahin.